So, die, du, die, 1, 2, 3, Test. So, ich bin da. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut, oder? Der Game Sound. Weiß nicht. Ihr gebt mir sowieso gleich Feedback. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ticken zu laut. So. Warum höre ich. Warte mal. Warum geht hier der blöde Chat nicht? So. Da ist er. Schreiben wir mal was rein. Test. Ich sehe euch schon alle. Wieso geht denn hier mein Multi-Chat nicht? Okay, nochmal. Also ich grüße euch schon mal alle. Wir legen gleich los. Ich muss noch hier noch was schnell was einstellen. Mein Chat einstellen. So, Chat im neuen Fenster. Live-Chat. Live-Chat. Ah, jetzt seid ihr alle da. Jetzt seid ihr alle da. Jetzt sehe ich euch auf einmal. So. So, nochmal hier kurz einen Test. Test. Ja, funktioniert. Alles klar. So, dann grüße ich mal Johnny, Ruffy, Ganable, Reyes, Gillette King, Marcel Döring, Jones Souls, Andreas Huhn. Hallo, hallo, hallo. Grüße euch und jo, jetzt noch Controller muss er noch gehen. Der ist wahrscheinlich wieder aus. Oder auch nicht. Jetzt geht's. Okay, ich sag mir gleich, ob der Sound gut ist oder zu laut ist oder zu leise ist. Wahrscheinlich ist er nicht zu leise, aber ist auf jeden Fall. Ich habe hier irgendwie nur eine Auswahl, aber wir können gleich hier oben gleich nochmal ändern. Ich mache einfach mal ganz schlicht hier Soli. Und nehmen wir Typ B, natürlich. Jung sind wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns gleich mal hier die Klassen an. Ich habe kurz reingeschaut, ob alles funktioniert. Funktioniert soweit alles gut. Hab mir überlegt, ob ich den Run so ein Zauberer mache. So ein bisschen zaubern, so, weil es gibt ja viele Zaubereien und Faith und so, ne? Also ich nenne das jetzt mal allgemein Zauberei. Alles, was dazugehört, Hexerei, Pyromantie und Faith und so. Weiß nicht, ob wir da vielleicht mal sowas machen sollen, um die ganzen Sachen auch mal so zu sehen. Weil es sind ja auch einige Zauber dabei, die vielleicht interessant sind von der Optik. Weiß es halt nicht. Weil es gibt wahrscheinlich drei Sachen. Ne? Ich meine, Arkan haben wir ja auch noch. Bestimmt kannst du da auch noch mal irgendwelche Sachen um die Ohren schmeißen. Der wäre halt so ein Intelligenz-Faith-Typ, was wir nehmen könnten. Ich habe es natürlich auf Englisch gestellt, damit die Übersetzung ist. Ne? Ich meine, auf Deutsch ist ja nicht übersetzt, dass wir das alles sehen. Mit meinen geilen Englischkenntnissen wird es gar kein Problem sein. Also da macht ihr euch mal keine Sorgen. Ich werde das 1:1 übersetzen. Allein, ja, ich überlege halt, wollen wir so einen Zauberer-Faith-Charakter nehmen? So, dass wir beide Attribute hochmachen, Intelligenz und Faith. Und dass wir halt dann dazu halt noch ein bisschen Leben nehmen. Ausdauer brauche ich dann nicht unbedingt. Brauche ich eigentlich schon, aber ja, das ist die Frage, ob wir so einen nehmen sollen. Das ist ja auch so eher Zauberer, ne? Faith, Intelligenz hat sie auf jeden Fall. Hat aber keinen Zauber. Doch, hat sie. Sie hat einen Zauber. Also Necromancer. Der hat auf jeden Fall Intelligenz Faith auf 16, ne? Ich weiß nicht. Der Vulkanist sah voll interessant aus, sagt der Jones Souls. Der Vulkanist. Vulkanist. Der hat auch beide Attribute oben. Was ist das für eine Waffe, was er hat? Weiß ich nicht. Ich schaue mal die anderen noch weiter an. Frost Witch hätten wir noch. Ja. Nee, eher nicht. Wenn, dann nehme ich einen, der Intelligenz und Faith gleichermaßen hoch hat. Feuerprophet. Sie hat nur Faith. Gibt ja auf jeden Fall einige Klassen. Wir sind immer noch nicht fertig eigentlich. Dragon, Kultist. Irgendein Godskin, Anbeterin.
Die hätte auch 14, Faith, Intelligenz, also Wunder und Intelligenz. Würde den Necromancer nehmen, sagt der Raius. Okay. Also wie viele Klassen gibt's denn? Okay, wir schauen uns mal an. Ich meine, das sind. Oh, was hat die denn hier? Parfüme, Alter. Wie viele Items hat der denn? Das ist ja geil. Okay, gucken wir nach dem Necro nochmal. Necro, da ist er. Der hätte auf jeden Fall 16. Komm, nehmen wir den einfach. So, und was nehmen wir hier? Goldene Saat haben wir. Das ist eine Träne. Oh ja, cool. Das ist ein Speicherstein. Haben wir mehr Slots für Zaubern. Das ist wohl eine Rune. Combat Remnant. Keine Ahnung, was das ist. Combat Remnant. Ich habe keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Oh, Bewitching Branch. Brauchen wir nicht unbedingt. Und hier hätten wir noch eine Asche. Dann nehmen wir... nehmen wir die goldene Saat. Nehmen wir die goldene Saat. Ansonsten kann ich hier leider nur noch die roten Haare... Achso. Ja. Warte mal. Die ist mir zu... Schade, dass es hier nicht so Schönheiten noch gibt. Aber die ist ja viel zu alt. Komm, wenn dann Necro... Was haben wir denn hier? Nehmen wir... Gibt es hier nicht so irgendeinen? Die Nachtelfe. Nehmen wir die Nachtelfe. Und... Wo haben wir denn das Haar? Die Haarfarbe. Ach, ist egal. Lassen wir sie so. Die ist genau ein Necro. Hat aber einen komischen Mund... Egal. Braucht man nicht. Kann man eigentlich den Conversion mit anderen wie Foggate, Randomizer oder so kommen? Ich weiß nicht, Ryze. Vielleicht kannst du das. Vielleicht kannst du das. Hey, Insane Boy, grüße dich. The Fallen Leaves. Vielleicht. Wieso ist mein Controller so blöd? Ich habe das jetzt einfach mal geskippt. So, ihr gebt mir dann bitte gleich mal Feedback, wenn man irgendwie so soundmäßig laut ist, dass es vielleicht nicht zu laut ist oder zu leise ist. Ich zeige euch mal. Also ich habe nur kurz hier das Item eingesammelt, mal kurz rausgegangen. Das war es auch, weil ich hatte heute Frühstück gehabt und habe das mal schnell installiert. So, wir sammeln mal hier ein. So, wir kriegen den Finger und die, den Schleifmesser bekommen wir. Wir kriegen das Arzneigemisch bekommen wir und wir kriegen auch das Crafting-Item, das wir direkt von Anfang an craften können. Ist okay und wir können anscheinend auch schon alles craften. Wir brauchen nur die Materialien, nehme ich mal an. Ich weiß, ob es auch was Neues gibt, so Crafting-mäßig. Eventuell nicht, okay. Also die Crafting-Materialien, die sammeln wir auch automatisch ein. Das ist sehr schön, freut mich auf jeden Fall. Dass das so geht, dann brauche ich eigentlich nur rüberlaufen und die Dinge einsammeln. So. Also hier war ich kurz. Und da ist dann, wir sind hier im Süden direkt gelandet. Hier. Wir sind hier direkt im Süden gelandet. Die Karte ist aufgedeckt. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, ne? Ist alles jetzt neu. Das habe ich auch eingesammelt. Und dieses Faint Rune of Necromancy. Das ist wohl eine Rune, ne? Also... Das ist wohl... jo. Warte mal. Item Inventory, da. Das ist hier die Rune. Benutze zu lernen irgendwas. Keine Ahnung, was sie genau macht. Die musst du verwenden. Okay, es lohnt sich bei der... Alle Höhlen und so zu machen. Okay, die muss ich benutzen. Okay, und was passiert dann? Fias Mist? Was heißt denn hier Fias Mist? Kriege ich jetzt ihr ein Ding oder was? Ihr Mist? Ah, okay. Okay, und hier habe ich die Zauberei Fias Mist oder was bekommen? Okay, das ist der Todespest. Todespest haben wir. Was ist das? Also, achso, das ist... das ist ja cool. Das gibt's nicht, ne, im ersten Spiel. Ah, okay. Und was ist das hier? Kann ich die Waffe buffen? Auch cool. Okay, cool. Ein richtig Necro hier. Der Todespest. Warte mal. Das ist mein... Okay, das hat er jetzt... Okay, sammelt alles ein. Gut, haben wir irgendeinen Gegner, wollte ich gerade sagen.
Ah, kommt der schon von der Seite und... Ah ja, was ist denn das für eine Explosion? So, dann schauen wir mal. Also hier ist auf jeden Fall ein Bonfire, ne? So, erstmal wieder hier klarkommt. Schon wieder so lange nicht gespielt. Elden Ring. So, das ist alles klar. Okay, wir haben schon direkt eine Träne bekommen. Ich schau mal, wo mein Pferd ist. Der Pferd ist... Das Pferd haben wir auch schon. Das ist okay. Der sieht immer noch gleich aus. Plötze lebt. So, gehen wir mal hier hin. Okay, werden wir mal sehen, Reyes. Und hallo, Manuel, The Plane und Andreas Hohn, grüße euch. Wir können mal gleich die Träne mal benutzen. Ja, ich muss halt erstmal mit dem Englisch klarkommen. Also, wir haben hier die Flask. Wir können hier nichts adden, oder? Nein, können wir nicht. So. Also hier können wir dann die Träne benutzen, ne? Haben wir wohl jetzt gemacht. Hier können wir dann... Ja, blaue behalten wir mal ein, ne? Und den einen blauen nehme ich hier runter. In meine Tasche. Dann benutze ich die halt so, ne? Ja, das geht. Das ist okay für mich. So, einmal dran setzen. Guten Tag, Blick. Bleak Reason. Servus. Okay, und jetzt, ja, was machen wir jetzt? Das ist jetzt... Wollen wir erstmal in die Kirche oder soll ich einfach hier im Süden mal hier abklappern und dann hier direkt mal schon zum ersten Boss gehen? Eventuell? Das ist immer so eine Frage. So, was soll ich machen? Ich weiß auch nicht. Komm, wir klappern mal hier kurz ab hier. Gehen wir mal hier die Route runter. Na, so. Oder? Ja, gehen wir die Route runter und dann gehen wir hier zum... Such eine Höhle. Eine Höhle soll ich suchen. Es sind viele Höhlen. Es gibt viele, viele Höhlen. Oder wir gehen erstmal hoch zu der Kirche. Ja, weiß auch nicht. So, gehen wir mal. Pferdchen. Plötze. Auf geht's. Wir sind wieder im Geschäft. Wir sind wieder da. Der Plötze ist wieder da. So. Plötze ist wieder zurück. Ich hoffe, es läuft alles. Ton ist... ja, wegen dem Ton hat noch keiner was gesagt. Also das sammelt alles automatisch ein. Sehr schön. Sammel ein, das ist doch wunderbar. So, wir gehen mal Richtung da in die Kirche. Hier ist aber, hier ist auf jeden Fall mal ein Abgrund. Geh mal rein, komm, wir erkunden. Wir erkunden alles, schauen wir mal, was alles gibt. Wo ist denn hier mein Spell? Den benutze ich. Ich bin jetzt ein Necromancer. Oh, schauen wir mal, was hier ist. Hallo? Ja, aber das trifft die ja gar nicht. Wo ist mein Todespech? Hier ist Mist. Hier. Ah, ist ja gut, Plötze. Take easy, man. Oh, ist so schnell. Warte mal, warte doch mal. Du Mistkerl, du. Warte, warte. Okay, du hast gewonnen. 1-0 für dich, ich komme gleich. Wollen wir mal hier mal testen. Darf ich mal hier einmal... Da trifft er nicht, ha? Daneben. Sehr schön gemacht. Du Mistkerl, du. Verzieh dich. Wo ist denn jetzt die Höhle? So, wo ist denn mein Waffenbuff? So, schauen wir mal. Wir müssen die, mit der Zauber müssen wir hier von hier machen, so. Ja. Und dann geht das. Alter. Ich bin so schlecht geworden. Stirb doch mal. Wir werden schon was Gutes finden. Vielleicht ist die gut, dann musst du ja vielleicht auch deine Stats hochmachen oder so. Ich habe einen Pfeil im Kopf, übrigens. So, was haben wir denn hier? Winged Sicky. Winged Sicky Mickey. Winged Sicky, kann ich nicht benutzen. Achso, diese Rüstung haben, glaube ich, auch alle Effekte. Ja? Der gibt mir zum Beispiel Intelligenz, Faith plus 1, reduziert die Kosten. Ne? Sieht man ja, Intelligenz und Faith kriege ich hier auch nochmal 2 Punkte. Jeder Rüstungsteil hat auch einen Effekt. Ne? Deswegen auf Englisch gestellt, damit das auch angezeigt wird. Auf Deutsch wird es nicht angezeigt.
So, damit habe ich jetzt Intelligenz und Faith auf 21. Irgendwie kriege ich auch Lebensregeneration. Kann das sein? Kann das sein? So, gehen wir mal da in die Kirche. Das werde ich wahrscheinlich nicht aktivieren, ne? Oder? Oder doch? Ja, gehen wir einfach mal hier. Komm. Ich hoffe, das war kein Fehler hier. Hi, Darisama. Hi, Urinforelle. Servus. Dass ich hier wieder ein Necro starte, ich hoffe. Ich komme damit klar. Warum denn Samor? Ist der mehr hier, oder was? Sehr schön. Ist der Samor mehr hier, oder was? So, jetzt nimmst du erstmal Fias Kacke. Okay. Sehr schön, habe ich gemacht. Super. Krieg ich einen Backstab oder so? Nee, ne? Hier, Fias Kacke. Nimm es, friss. Scheiße, ist das scheiße. Hallo? Alter, wie der weggeht, wenn ich den Zauber mache. Der ist ja ziemlich schlau, der Junge. Guck mal hier. Ja gut, das hat ihn getroffen. Ja, warten alle. Der ist ja voll schnell weg. Was mache ich überhaupt für einen Schaden? Keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Man muss auch erstmal treffen können, ne? Natürlich explodierst du. Aber mir macht das nichts aus, ja? Und dir? Ja, du bist ja so scheiße. Warum bin ich überhaupt ein Necro geworden? Why I am? Why I am? Ich treffe ihn noch nicht mal. Aber mein Waffenbuff hält ziemlich lange, hä? Anscheinend. Ah gut, unser Schaden geht eigentlich, ne? Oh, ich hab den mit Todespest schon, oder was? Guck mal, der ist irgendwie komisch drauf. Der hat irgendwelche Insekten auf seinem Körper. Ja, komm in den Siff. Okay, sorry, sorry, du hast gewonnen. Ich glaube, ich muss mal den, ich muss leider den Stream auf Twitch beenden, glaube ich, ne? Oder es ruckelt, oder? Oder? Ich glaube ja, oder? Es ruckelt ein bisschen. Kann es sein? Kann mal einer bestätigen? Weil ich habe hier meine, ja, es ruckelt geil. Ich habe nämlich in der Statistik sehe ich das, dass die Frames ein bisschen kacke sind. Deswegen, ich muss den Stream auf Twitch beenden. Das mache ich jetzt mal, zack. So, Twitch ist gerade jetzt weg, alles klar. So, weil das packt er dann so, doch nicht, zweimal gleichzeitig zu streamen. Müsste jetzt in Ordnung sein gleich. So, haben wir noch mal ein Trainer. Nehmen wir die. So, Flask, Flask, Flask. Okay, jetzt hängt hier alles hier gerade bei mir, ne? Ah, es hängt bei mir alles. Okay, jetzt geht's wieder. Okidoki. So, wo geht's denn hier nach Süden jetzt? Wo bin ich denn überhaupt hier? Achso, hier bin ich. Okay. Hau rein, Ganable.
mein Lieber, viel Spaß beim Essen. Lass dir gut gehen. Und nicht so viel essen. Das habe ich die letzten Tage gemacht und dann habe ich mich immer voll platt gefühlt. So, kriege ich bitte deine... kriege ich natürlich nicht, ne? Was hast du denn hier für Waffen? Parfüm, ja. Ja, du mich auch. Du mich auch, mein Lieber. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Da ist der Turm. Ja, da kommen wir mal hin. Gehen wir mal zum Turm. Aber jetzt läuft das, ja, Bleak Reason. Reason Man. So, hallo Jan, servus, grüß dich auch. Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? So, wir checken einfach mal hier nochmal kurz ab. Ist jetzt nicht so meine Wahl. Auch der Zauber ist irgendwie so, ich muss voll nah rangehen. Da macht ja auch nicht so viel Damage, Mann. Naja. Könnte ein bisschen besser sein. Der Schaden. Aber egal. Wir werden schon was Geiles finden. Wir gehen einfach mal da die Kiste öffnen. Beziehungsweise den Teleporter benutzen, wenn es überhaupt noch ein Teleporter ist. Hi, Koranje. Jenny, servus. Hallöche. So, weg von der scheiß Armbrust. Ist sie immer noch hier. Seit einem Jahr ist er noch hier. Wer ist denn die Anni? So, Liandl, Liandl. Ich will eigentlich nur die Kiste da looten, einfach. Nehmen wir die Kiste mit. Bleib ruhig liegen, Mann. Bleib ruhig liegen. Bin da auch schon gleich wieder weg. So. Was ist denn das überhaupt? Das war irgendwie als Starter-Item, ne? Komisch. Natürlich, ich bin reingerollt, aber egal. Sag mal her. Darf ich mal hier Waffen? Vielleicht kriege ich dich ja down. Aber so wie es ausschaut, kriege ich dich nicht down. Oh mein Lieber, bleib doch mal stehen. Nimm doch hier nur dein. Das war jetzt nicht viel Damage, aber egal. Du Mistkerl, du. Dann bring mich um. Einmal kann ich noch rein. Ah, du bist runtergefallen, ne? Du Pussy. Komm mal her. Wie ist der Damage? Na, es geht eigentlich. Natürlich kann ich nicht hauen. Ah doch, ich kann hauen. Vielleicht noch einmal, dann habe ich dich. Warte, ich mach meine Waffe noch. Bevor ich dir noch eine gebe. Na gut, das wird nicht reichen, ne? Das würde ich erreichen, wenn ich jetzt in eine Okay, ich hab's gerade geschafft. Haben wir es oder lebst du noch?
Hamas oder Hamas? Hamas oder Al-Qaida? So. Juhu, wir haben ein Erfolgserlebnis. Wunderbar. Und wie viele Seelen habe ich bekommen? Sehe ich gar nicht, weil mein Handy davor ist. 3200. Von mir aus. Ja, keine Ahnung, Gabe Paul. Wir haben gerade mal 10 Minuten gespielt. Ich weiß es nicht. Also die Conversion Mod für Dark Souls 3 ist Spitzenklasse. Ne? Die Conversion Mod für Dark Souls 3 ist Spitzenklasse. Ich sag mal, ich gehe wieder hier hin und dann reiten wir mal hier nach Süden oder so. Hm? So, auf geht's. Plätze. So, ja, gehen wir mal zum Baum. Da ist ja noch ein Baum. Der sammelt halt alles automatisch ein, ne? Hier die ganzen Upgrade-Materialien. Das ist gut, da brauche ich nur drüber zu reiten. Frame-mäßig ist gerade hier nicht so schön. Ja, ich habe eben gerade angefangen. Also wir haben jetzt noch gar nichts gemacht eigentlich, ne? Also nicht viel. Wir können mal hier gucken, ob wir den Boss hier schaffen. Das ist immer noch der Baumboss. Aber das können wir mal mitnehmen. Ja, wir buffen mal hier die Waffe. Ich hoffe, das mit dem Necro war jetzt eine richtige Entscheidung. Damage ist okay. Er kriegt auch irgendwie einen Statuseffekt. Da ist ein Portal übrigens. Das ist neu, das ist sehr schön. Also wenn wir gleich mal schauen, wo wir rauskommen. Er kriegt auf jeden Fall irgendeinen Statuseffekt mit unserem Waffenbuff. Die Todespest wahrscheinlich, ne? Bitte nicht irgendwo hängen bleiben. Das war mir so klar, dass ich irgendwo hängen bleibe. Aber wir kriegen auf jeden Fall ziemlich gut Heilung zurück. Da hat auf jeden Fall wieder gekickt, irgendwas. Und das war klar, dass ich sterbe. Hallo Tavi, servus mein Lieber. Tavi. Hallo. Ja, wir werden mal heute mal ein paar Bosse machen, auf jeden Fall. Mal schauen. So, Fias Miss ist viel zu kurz. Da geht ja gar nichts. Aber obwohl, der kann ein bisschen näher kommen, ne, jetzt. Oh, der staggert ihn ja. Warte mal, lass mich noch mal heilen, bitte. Please. Eins, zwei. Das reicht. Schon lange nicht mal gespielt. Hier nochmal. Nimm es. Und nochmal hier. Nein, nicht das. Oh Mann, warum soll ich das wissen? Ich wollte den hier machen. Hier. Nochmal das hier und. Ich kann auch mal hier schnell zaubern, ne, wenn ich das hier habe. Und jetzt nirgendwo hängen bleiben, bitte. Ich möchte rennen. Natürlich bleibe ich wieder hängen. Warum soll ich auch nicht hängen bleiben? Hier, Zauber. Verzögern auf 100, ja. Ja. Nimm mal das. Nimm mal meine Skeletos. Die Skeleton haben getroffen hier, nur nochmal. Oh, scheiße, sorry.
Ja, die machen nicht viel Damage, aber egal. Aber Hauptsache mal probiert. Irgendwas hat gekickt. Hier, nochmal die Skelette. Zack. Boom, boom, boom. 66 Schaden, das ist wunderbar. 66 Schaden fängt das Leben erst an. Ne, das war Doppelherz. So, stirbt mal jetzt. So, wie viel haben wir denn bekommen? Echt, mickrige 3000. Essenz, Physik. Achso, wir haben die Träne bekommen. Also irgendwas mit physischer Remnant. Remnant und Remnant from the Ashes. Irgendwas. Verpiss dich! Lass mich doch erstmal hier erstmal gucken, Alter. Guck mal hier. 5 Schläge oder was? Was ist denn das für ein Schrott? So, also wir haben Remnant from the. Was ist denn das für ein Portal? Das ist ja cool, wenn da ein Portal ist, ne? So, also, wir gucken mal, was für Tränen das ist. Sind. Die nehmen wir gleich mal rein. In die Tränen. Remnant Crafting. Was ist ein Remnant Crafting? Ach so, mit denen kann ich die. Ich kann Dings Talismaner craften, oder was? Ach, und mit denen kann ich die Tränen craften, oder was? Das ist ja cool. Ist das so, oder was? Warte mal, ich gehe mal und jetzt craften wir uns. Komm, echt, kann alles machen. Und das kostet auch noch Kohle, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja alles craften. Hallo? Was denn für den Zauberer gut? Casting Time. Dann nehme ich das hier, Godfrey's Ikone. Oder? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Gucken wir erstmal hier. Das gibt mir 10 Dexterity. Nur weil ich hier dieses blaue. Ah, das. Ja, ist eine gute Frage, ne? Boost, Dexterity, Faith. Dex und Wunder um 5. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. Also das würde mir 10 Stärke geben, das würde mir 10 Dex geben, das würde mir 10 Intelligenz geben. Und das gleiche, also das ist was anderes, ne? Na gut, Komm, nimm einfach mal hier 10 Intelligenz. Nee, warte, wo ist denn? Ich weiß nicht. Okay, warte, wir machen erstmal einen Talisman. Hallo Thomas, servus, grüß dich. Okay, was haben wir denn an Talismänner? Ausdauer, Leben, mehr FP, mehr Stamina und alles Schrott. Wollen wir erstmal Stamina, HP, Equipload? Wäre auch nicht schlecht. Gut, nehmen wir Dings, den hier. Das ist ja eigentlich, Spell and Skills. Na komm, ich nehme das einfach mal. Habe ich jetzt gemacht. Ich will jetzt nochmal schauen. Wir haben schon 4 Talisman-Slots. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann nehmen wir den. Warte mal, gedrückt halten. Macht er was? Eigentlich. Ja gut, wir brauchen mal andere Spells, ne? Wir brauchen auf jeden Fall andere Spells. Das ist ja. Das ist jetzt nicht so geil. Werden wir aber finden. So, Remnant Crafting. So, jetzt können wir auch noch mal 2 Tränen craften. Wollen wir dann Intelligenz pushen? Das wäre Stärke, das wäre Dex, das wäre Intelligenz. Komm, ich nehme einfach mal Intelligenz. Und für das bekomme ich... was kann ich hier nehmen? Boost FP, wäre auch nicht schlecht. Stamina und Stamina. Okay, wiederherstellt halbe Leben.
Boostet mein Leben um 10% oder was? Ja. Oder boostet mein FP um 10%. Oder boostet Stamina. Oder halt Ausdauer, Regeneration. Ja. Nehme ich einfach mal Leben. Und tu die mal, so, wie kann ich die jetzt reinnehmen? Ah, hier, okay. Dann nehmen wir den hier rein und so haben wir das drin. Ich denke mal, wir werden, der ist gut, der Talisman. Oder ist er hier anders? Welcher Talisman, Thomas? So, okay, schauen wir mal. Wir können auch leveln eigentlich, warte, 6000 haben wir. Warte mal, hier ist eine Sonnenblume, nehmen wir mit. Dann Level up. So. Nehmen wir mal ein bisschen Leben erstmal. Dann pushen wir ein bisschen Leben auf. So, jetzt gehen wir mal da durch das Portal. Und gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wer interessiert mich mal? Weil das gibt's. Ach so. East Limgrave. Okay. Da kann ich überall hin, oder was? Die Hofbräu rüber. Soll das so sein? Gehen wir mal zum Storm Hill. Oder zu Very Very Hill. Wo wir da rauskommen. Das ist ja der... Das ist ja die, der Anfang, ne? Ach so. Also, ich kann nur zu den Dingen teleportieren, oder was? Zu den Baumwächtern, oder wie auch immer. Baumwächter sind es ja nicht, das sind ja ganz andere Sachen. Was ein Damage ich mache. Ist ja ziemlich geil. Welcher ist denn da hier im Sch- So, wo ist jetzt mein Ding? Trainer? Würde ich gerne mal nehmen. Danke. Habe ich so gemacht. Sehr schön. Hat sich voll gelohnt. Den mache ich jetzt auch noch weg. So, mach mal deine Waffe und scheiß auf die Mist. Dann hauen wir den hier so weg. Hoffentlich. Also ich kann, wenn ich die mache, kriege ich diese Items wahrscheinlich zum Talismänner und so machen. Ne? Und dann kann ich immer zum nächsten teleportieren oder wie. Okay, tut mir leid, das war ein Schlag zu viel. Run! Alter, was für Frames? Was ist denn los? Was ist denn los mit mir? Was ist los mit meinem Ding? Juhu, ich kann springen. Spring, mein Sohn. Okay. Ist jetzt kein Problem. So, kriege ich jetzt auch wieder was von dem? Ja, okay. Jetzt haben wir wieder zum Craften bekommen. Okay. Behalten wir einfach mal. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier zu den ganzen Bäumen kommen oder was. Ich will es aber noch mal kurz gucken. Ne, hoffe ich gucke nicht. Dann komme ich vielleicht nicht weg. Hier ist auf jeden Fall jetzt ein Bonfire. Ich würde sagen, wir gehen mal zum zum Margit einfach mal, ja. Gehen wir einfach zum Margit. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach, hier war ein Baumboss? Wusste ich gar nicht. Oder haben die den hier reingepflanzt? Ne, der Baum war nicht hier, ne? Ne, hier gab es keinen Baumwächter. Hier gab es keinen Baumwächter. Also von diesen... Bäumen gab es hier keiner mehr. Nee. Ich muss erstmal gerade mal mich orientieren, wo ich gerade bin. Ich habe gerade nämlich ziemlich Orientierungsprobleme.
Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich bin. Goldener Saat. Das ist okay. Wir haben 10.000. Das ist okay. Ich schaue mir den ersten Boss an in dem Zustand. Wir gucken, ob wir den so schaffen. Ansonsten können wir ja... Wir haben ja jetzt hier die Anfangs-Bonfire. Und da können wir dann unsere normale Route, wie wir das immer machen, so ein bisschen durchgehen, ein paar Höhlen abchecken und so, ne? Das können wir machen. So. Ich denke mal, irgendwie kann ich gerade erstmal alle meine Flask. So, wir nehmen nochmal hier Heilung mit. 6-mal, dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Zur Not kann man das ja auch alles ohne Attribut spielen. Eventuell. Oh, hier haben wir den Buckler. Das ist natürlich schön, dass wir den Parry-Shield haben. Den Buckler haben wir. Sehr nice. Und jetzt gehen wir einfach mal in den ersten Bossraum rein. Schauen wir mal, wer da drin ist. Ich denke mal, dass der Market immer noch da drin ist. Oder? Das sind ja auch neue Bosse, ne? Wir gehen mal rein und dann erkunden wir... Ich weiß nicht, ich habe hier ein paar Probleme. Ich weiß aber nicht, warum. Ab und zu mal. Jetzt hat es kurz gesponnen. So, bitte bleib stehen. Please. Please hold the line. Hallo DW87, servus mein Lieber. Und grüße dann natürlich auch alle Leute, die ich nicht gegrüßt habe, das ist klar. Hi, servus Litol. Grüß dich. Also unsere Waffe. Weiß ich nicht, ob die vielleicht ein bisschen besser sein kann. So, wir nehmen mal hier den Buckler auch noch rein. Den ich nicht tragen kann. Das ist ja krass. Aber gut, das sollte aber so reichen. Okay, gucken wir mal. Jo, lassen wir mal die Sequenz. Ist heute ziemlich warm hier bei uns. Ist der Sound zu laut oder geht das so? Flame of ambition. Okay, danke fürs Feedback. Ändert sich hier irgendwie etwas? Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Ich habe noch nicht mal richtig coole Zauber, ne? Ich würde ja schon gerne mal ein bisschen Zauberei machen. Dazu müsste ich, glaube ich, aber irgendwie am Anfang mal... Oder der Damage ist gar nicht so gut. Kann ich meine Waffe buffen? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Warum auch? Komm, ich buff's. Gib mir nicht Zeit. Hier. Nimm mal hier meine Skelette. Aber was ist denn los? Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich einmal mal... Irgendwas stimmt hier nicht bei mir. Kann nicht sein, dass das so scheiße läuft. Ich hab noch nie gehabt. Irgendwas hakt da. Ja, was soll ich machen? Ich bin Necro, Alter. Ich bin Necro und bin wieder hier im Nahkampf. Wahnsinn.
Komm, ich mach mal einen Zauber. Hier. Wow, 58 Schaden. Das lobe ich mir. Ich mach noch einen, komm. Okay, das ist... Ich muss, glaube ich, einmal mal... Komm, wir beenden mal kurz. Mal gucken. Stimmt irgendwas nicht. Ich muss mal gerade mal hier einmal. Bitte mal kurz, warte. Mal hier mal schauen. Ich starte gleich nochmal neu. Das können wir schließen. Ja. Das setzen wir mal zurück. So, Didi. So, Elden Ring. Wo bist du? Launch Mod. Habe ich den auf Dings? Warte mal. Ach, Hochleistung, alles okay. So, Twitch ist aus. Ja, Twitch ist aus. Ausgelassene Frames durch Renderverzögerung. Ja, passt eigentlich. Ne, ich glaube, das wird... Muss mal schauen. Ich bin Necro, Thomas. Ich kann nicht parieren. Ich bin ein Necromancer. Hier, muss hier zaubern. Macht der überhaupt Schaden, dieses Necro? Nee, ne? Irgendwie nicht. Macht der gar keinen Damage. Hallo. Ups. Kann den nicht. Hier, nimm meine Skelette. Hier, Skeletto. Okay, einmal. Darf ich nochmal heilen? Heilen sage ich. Waffen, danke. Komm, wir gehen nach Anfangsgebiet. Ich habe eh kein großes Interesse, jetzt den zu machen. Ich würde gerne mit irgendwelchen Zaubern den machen, ne? Na, jetzt ist irgendwie komisch, das hat wieder gehakt. Weiß nicht warum. Komm, schlag zu. Der hat voll die Insekten, ne? Wegen meinem Schaden mit der Waffe, ne? Hat er. Thank you, Clears Games World. Danke für das Abo. Ja, so viel Zeit habe ich auch zum Lesen. Ja, ich gebe dir immer, glaube ich, irgendeinen Effekt. Aber verliert der Leben dadurch? Nee, der verliert kein Leben. Hier, nimm das. Mein bester Zauber. Mein bester Zauber, hier. Bums mich.
Nein. Soll ich aufhören und den nachher mit Zauber machen oder so? Was wollen wir denn? Warum häng ich? Komm, lass mich die Waffe waffen. Dankeschön. Danke. Du bist so nett. Ah, ich habe ja auch noch ein Dings, Kräne, ne? Und schon wieder habe ich es verkackt. Komm, lass mich mal die Kräne trinken, bitte. Tschu! Hängst du fest? Dann komm raus. Natürlich, Alter. Was für eine Reichweite. Oh, oh. Ich bin tot. Daneben. Was war denn das jetzt für eine Drehung, die er gemacht hat? Wahnsinn. Wie eine Ballerina. Ballerina. Egal, bin ich halt gierig. Interessiert mich nicht. Bin halt gierig. Hier, nimm Tias Mist. Friss. Jawohl. Tias Mist ist deutsches. Das ist eine deutsche Übersetzung, ja? Tias Mist. Ist halt so. Hier, nochmal Tias Mist und hier meine Skelette einmal. Okay, und jetzt tut er wieder ruckeln. Alter, warum tut er denn ruckeln, Mann? Ja, ich zauber, Thomas. Wir haben uns einen Necromancer ausgesucht, Mann. Mal schauen, Faint Relic Remnant. Damit können wir uns Sachen craften, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Mal schauen. So, dieses hier nämlich. Wir können. Ja, was ist das? Increase all physical damage by 5. Ist das ein Talisman? Sind das Talismane? All magic by 5. Alles Fire. Alles Lighting und Holy Damage. Na super. Oh Gott. Was soll ich mal aussuchen? Na, danke für die GGs, aber was nehmen wir denn hier? Physical Damage? Magic Damage? Fire Damage? Lightning Damage? Physical Damage, oder? Nehmen wir. Ich meine, wir sind Zauberer, aber. Und hauen die ganze Zeit mit einem Schwert drauf. Ich bin auch der schlechteste Necromancer aller Zeiten. Oder? Hier haben wir auch noch mal Tränen. Müssen wir mal schauen. Die halten wir mal.
Fire Damage oder Holy. Ja, Fire Damage oder Holy, aber ich habe ja davon gar nichts. Dann behalten wir uns das erstmal, bevor wir... Und was habe ich hier eigentlich für Spells? Was macht das? Keiner von denen. Was ist das für eine Spellart? Oh, das ist Dings. Sorcery ist Dings, hä? Zauberei. Ja gut, das ist dann eigentlich Zauber. Sorcery. Sorcery. Gut. Ja. Ich würde sagen, bevor wir da weitergehen, gehen wir mal hier ein bisschen zum Anfangsgebiet, hier zur Kirche und machen wir mal hier ein paar Dungeons. Oder? Können wir mal machen. Warum nicht? Ich hab voll Kopfschmerzen bekommen. Geh mal runter. Ja, gut, ich werde natürlich jetzt nicht alle Dungeons machen oder so. Wir können aber schon mal so ein bisschen Upgrade-Materialien mal bei dem... in dem Dungeon im Wasser, ne? Da können wir ja ein paar Kleinigkeiten einsammeln. Und dann können wir mal in die Burg gehen und Richtung Godric mal uns vorantasten. Das können wir ja machen. Und irgendein Zauber wäre halt cool. Wenn ich was habe, dass ich da was machen will. Das ist ja irgendwie Mist. Ne? Das ist ja irgendwie Mist. Das ist auch irgendwie Mist. Irgendwie war viel zu wenig. Obwohl, wenn die da drin sind, ist schon cool. Ja, aber ich habe hier voll die Probleme mit Dings. Gut, das sind jetzt keine Frame Drops. Das ist eher was anderes. Und ich habe ja auf... Das hat damit nichts zu tun. Oh, hier. Ja, gut. Irgendwas, keine Ahnung. Soll ich die Frames begrenzen? Das könnte. Gibt's wo? Wo ist denn hier? Dass ich die gut, die Frames sind sowieso begrenzt hier in dem. Blöd Ding da. Gibt's eigentlich. Wo ist denn hier V-Sync? Gibt's überhaupt V-Sync? Ja gut, ruckeln tut's nur eben gerade. Jetzt habe ich kein Ruckeln. Was bin ich für ein mieser Zauberer, wenn ich hier nichts machen kann hier? Was ist denn das hier? So, schauen wir mal hier. Nehmen wir das mit. Aber die Waffe ist die gleiche Waffe, ne? Schwert des Getreuen irgendwie. Das ist jetzt nichts was anders. Danke, du Penner, du. Hau ab. Jetzt zieh dich mal hier weg. Ja, ich bin der geilste, beste Zauberer aller Zeiten. Was willst du denn hier drin? Warte mal. Guck mal hier, was ich kann. Ich kann das hier und dann gebe ich dir das hier. Du Pussy. Oh, und jetzt hau ab. So, Large Somberstone. Was heißt denn das Large Somberstone? Dunkelschmiedestein. Aber welche? 1er, 2er, 3er, 5er, 6er, 7er, 9er, 100er. Ich dachte. Komm, wir gehen mal Richtung Kirche. Und dann gehen wir mal da in das eine Dungeon rein. Und danach gehen wir mal runter zum Drachen und dort in diesen Schmiedestein-Dungeon rein. Und dann machen wir mal ein paar Schmiedesteine. Und dann können wir in das Schloss Sturmschleier rein. Und machen wir da weiter. Ich meine, wir können einfach nicht alle Dungeons machen. In der Alpha. Das wäre ja zu viel, oder? Wo sind denn diese neuen Bosse überhaupt? Sind das dann Hauptbosse oder sind das auch so Nebenbosse, die neu dazugekommen sind? Also ich sag mal, Convergent Mod war in Dark Souls 3 spitzenmäßig. Ne? Also war einer der besten Mods.
für mich mit dem Cinder-Mod. So, wie gehen wir hier rein? Da ist der Baumwächter wieder. Ah, aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich gucke mal, dass ich mal die Waffe vielleicht verbessern kann. Wir nehmen mal hier die Items mit. Ja, genau, die Map. Wir haben 14.000 übrigens. Danke, dass ihr mir das sagt, dass ich 14.000 Seelen habe. Und wir gucken mal, was der Händler gleich hat. Jo, danke. Smithing Stone. Ja, ich bin auch Khaled. Was hast du denn hier alles? Was hast du denn hier? Oh, Falkion. Falkion. Kaufen wir mal den? Ne, warte mal, das ist nur ein... Die Lampe kaufe ich mir. Du hast 14.000k. Danke. Sir Gideonofti wurde verändert, den habe ich schon gesehen und der Kampf gegen die Mimik hier, aber sonst weiß ich leider auch nicht so viel. Alles klar, Gabe Paolo. Goodbye. Goodbye auch dir. Danke, Reason. So, was haben wir denn hier? Also wir können auch das hier upgraden, ne? Ja, komm, wir tun mal hier unseren Ding upgraden. Ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Zauberer. Es ist... Guck mal hier, eben gerade hat auch nochmal so ein... Das ist eigentlich so wegen den Frame-Unterschieden. Der hat nochmal so ein Stuttering, oder wie das nennt, ne? Dieses Verzerren vom Bild. Ja, das muss ich mal gucken, ob ich da was habe. Gibt es ja kein V-Sync oder was? Ne, gibt es nicht. Ja, das ist ja auf 60 Frames begrenzt. Ne, gibt's hier nicht. Machen wir das hier mal auf. Keine Ahnung, was das bringt. So, okay. Gehen wir mal in den ersten Dungeon da mal rein. Einfach nur mal reinschauen. Und dann gehen wir mal runter in das Wasser. So, die Upgrade-Materialien, wie gesagt, sammelt er alles von... Ja, jetzt wieder, ne? Weiß nicht warum. Hatte ich noch nie gehabt. Noch nie in meinem Leben, Mann. So, Level up. So, wie viele Level-Ups haben wir denn? 4, okay. Jetzt machen wir mal, gucken wir mal. Was war nochmal Mind? Ah, das ist FP, okay. Komm, ich gehe mal nur auf Intelligenz erstmal. Nehmen wir mal die 18. Und dann nehmen wir ein Leben und nehmen wir nochmal ein FP. So, und jetzt gehen wir mal rein. Achso, ich habe die Laterne. Da habe ich so eine Sprachstörung. Wenn ich sage Laterne, guck, dann macht er hier die Laterne. Wenn ich sage Laterne aus, macht er Laterne aus. Laterne an. Siehst du? Geht ganz einfach. Obwohl ich die Laterne nicht ausgerüstet habe. Guck, ich habe nur die Flask. Estos Flakon, sieht man ja, 6 Stück. So, jetzt sage ich Laterne aus. Siehst du? Du sagst jetzt Laterne an. Guck, geht von alles von alleine. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann fragt mich ruhig. Dann sage ich euch das. Das Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox und ihrer Tante. Kein Problem. Sagt einfach nur Bescheid. Alter, warum bin ich überhaupt Necro? Ich will ein Nahkämpfer werden, Mann. Was habt ihr mir wieder eingeredet, du? Ich will mit Nekromantie. So. Aber hältst du auch so viel aus? Warte, hier, blocken. Ich blocke. Komm, hau zu. Nochmal. Blocken. Blocken. Du Mistkerl. Und meine Waffe hat auch irgendwie so einen Effekt, hä? Warte mal. Warte doch mal. Bleib da. Oh, jetzt mache ich aber viel Damage. Ja, ich habe ja auch gelevelt. Bin ja auch voll der krasse Level-Mensch geworden.
So, Bless Beast Lure Pot. Da kommt Fias Mist rein. Ja gut, ich meine, Raisin, wir können auch die Punkte jetzt in Nahkampf investieren. Ist ja jetzt kein Problem. Die paar Punkte, die Anfangswerte. So, wen haben wir denn hier? So, ich werde jetzt mich mal buffen, so. Und dann nehme ich hier... Oh, da ist ja ein Item. Ist ja cool. Hier sind ja Items. So, wo ist der Boss? Boss-Time in Elden Ring mit Clawmog Seal und... mit Faint Rune of Beast. Das soll ich ploppen, haben die mir gesagt. Dann ploppe ich das mal. Beastklaue haben wir bekommen. Oh, das sind alles Zauber, oder was? Die ich jetzt benutzen kann. Das ist ja cool. Ja, das ist ja nice. Was habe ich hier? Beast Rebel Torch. Was auch immer. Und hier ist gar kein Boss, oder was? Das ist ja krass. Den Boss haben die schon vor mir schon gemacht. Hey Jack, servus, grüß dich. Alter, diese Ruckelohr, ja, hör mal auf, Alter. Das wird dein Skillspiel nur mit Summons. Nur mit Summons. Das sind leider Aufrufungen, Soli. Okay, alles klar. Ja, und ist doch gut. Ich kann doch Aufrufungen benutzen. Ich hab doch 16. Ich hab doch voll. Ding. Ich hab ja auch Faith. Nämlich Aufrufung, egal. Ich bin ein Allround-Magier, ne? Guck hier, Memory Spell. Kann ich hier rein? Kann ich auch machen. So. Ich nehme mal. Den hier. Guck, hier. Und dann nehme ich noch den Stab, was ich eben gerade gefunden habe. Der. Achso, ich habe gar keinen Stab gefunden. Das war ein. Eine Fackel. Fackel im Sturm, also okay. Dann, hier habe ich hier Clawmog Seal. Da habe ich es doch. Dann mache ich es halt so. Na, hier. Hast du deine? Boom. Mache jetzt voll viel Damage. Soli, es sind etliche Bosse noch nicht im Spiel. Ja, ja, ich weiß. Das ist nur eine Alpha. Das dauert wahrscheinlich eh noch. Hier, nimm meine Klaue in deine Fresse. Jawohl, ich bin wieder zurück. Einen wieder weg. Okay, gehen wir mal in die anderen Höhlen. Gehen wir mal zu den Kätzchen da. Also das ruckelt, Alter. Die ganze Zeit. Hör doch mal auf. Ich will sowas nicht haben. Ja, das ist noch Alpha, ne? Viele, viele leere Arenen. Ach so, ah, okay. Deswegen sind die leer. Ich dachte, die sollen so sein. Ah. Ach so. Wir können ja aber irgendwie den Hauptpfad benutzen, ne? Dass wir sagen, okay, wir spielen einfach mal Dings, ne? Richtung Hauptquest und so. Denke ich mal. Ah ja, ich bin so müde. Ich weiß nicht, so, ne? Die Frühschicht macht mich echt fertig. Seit 2-3 Tagen komme ich nach Hause von der Frühschicht. Ja, und dann gucke ich mir ein paar Folgen Serien an. Und dann schlafe ich immer ein. Und stehe dann mitten in der Nacht wieder auf um 2-3 Uhr. Und dann gucke ich dann, wer noch on ist. Meistens ist es keiner. Hier, nimm. Nimm doch. Ich hasse euch. Warte mal. Ich bin der Caster. Nimm. Nimm doch mal. Hier. Was ist ein Damage? Ich kann auch werfen, ihr Pussys. Ihr seid nicht die Einzigen, die das können. Komm, schieß nochmal. Hier. Nochmal. Was auch immer das ist, ich werfe einfach mal. So. Road Raisin und the Head of the Longed Tongued. Das nehmen wir uns rein. Das ist richtig gut bestimmt. Das gibt mir einfach mal 6 Decks. Jawohl. Genau so sieht es nämlich aus. Ich werde sowieso, wenn die Vollversion rauskommt von dem Commerce, ich mache mir ein. Soli, man soll noch nicht mit dem Dreck schmeißen. Ja, ich mache das. Ja, wann geht's mit DS weiter? Achso, Jack meinst du. Ja, wann geht's mit DS weiter? Ich dachte schon, du meinst mich, Dark Souls, hä?
Komm mit, gib mal deinen Arsch. Ich hasse meine Waffe jetzt schon. Irgendwie. Mein Schlagen tut die eigentlich ziemlich geil, aber... So, komm runter, du Pussy. Komm, jetzt werfe ich dich mit Steinen. Ah, wie viel Schaden ich mache, voll geil. Da bin ich dabei, Jack, sofort. Mach's. Aber wir müssen eine Challenge machen, aber sonst wird es ja zu leicht. Wir müssen irgendeine Challenge machen. In Dark Souls 2. Oh nein! Warum warte ich so lange? Warum warte ich so lange? Bis das scheiß Feuer kommt. Warte, ich kann auch aufladen. Ja, ich habe hier den Talisman vom Godfrey schon. Hier. Wow, wow. Boom, 175. Dann kriege ich FP-Regeneration eigentlich? Ja, ich bekomme FP-Regeneration, ne? Das ist natürlich gut. Ja, aber nicht eine Challenge gegen, gegeneinander, ich meine. Ich meine, irgendeine Challenge, wo... Keine Ahnung, was weiß ich. Mach, was weiß ich. Keine Ahnung. So, Pussy, du. So, 6 Schläge. Ist ja gut. Warte, Plötze. Warte, Plötze. So. Ich verliere jede Challenge. Siehst du, wir haben schon DS2-Liebhaber, Clears Games World. Ist schon hier DS2. Nimm. Und nimm nochmal. Ich mag gar nichts Zauberer. Ich hab kein Zauberer spielen, kannst vergessen. Warte mal auf. Also, als ich Elden Ring angefangen habe, ich mit meinem ersten Mann mit Dex gemacht. War ich sehr zufrieden. Ich hatte... hab mit dem Katana durchgespielt. Ja. Und mein zweiter Run war Zauberer. Mit dem war ich echt sehr unzufrieden. Ich habe im Stream geflucht. Weil mir das so auf den Sack ging. Ja... Ja, wir haben eine Asche bekommen. Und dann dritte Run war Stärke und letzte Run haben wir Faith gespielt. Komplett. Einmal durch. Was machst du denn da, du Pisser? Bist du in die Ecke oder was? Ja, nimm mal einen Stein. So, wir haben Boss-Time. Boss-Time im Bleak Raisin Forsaken. Meine Damen und Reasons. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier... Ach, weißt du was? Ich habe ja 3 Slots. Nur noch den Perishal, falls die Katze drin ist. Aber ich kann den nicht tragen. Doch, ich kann den Perishal tragen. So, ich nehme jetzt mal hier meinen Trank. Hi Soli, hi Tom Mason. Das ist ja die Katze. Ich dachte, jetzt kommt voll der krasse Boss. Ja, dann voll der krasse Boss. Warte, ich will zaubern. Warte, ich will zaubern. Hier, nimm den Stein. Warte doch. Was? Bin ich jetzt die Katze oder Katze ist doch der Gegner, dachte ich. Warum schreie ich dann wie eine Katze? Oh, was ist ein Damage? Also Schaden mache ich denn?
Oder warte, ich muss zaubern. Oh, Fias Mist. Warte, hier. Nimm Fias Mist. Hier. Aber was ein Schaden ich mache. Das ist doch geil. Hier, nochmal. Und hier meine geilen Skelette. Boom, 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 boom. Nochmal. Boom, 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 boom. Hier, Skeletos. Sind das überhaupt Skelette oder was? Ja, das sind Skelette. Hört aber jetzt mal auf. Bist doch schon genug aufgesprungen. Warte, Parry-Shield. Wechsel. Ich mach alles. Ich mach Zauberer, parieren. Jetzt mache ich wieder hier. Den hier. So. So, jetzt machen wir wieder den hier. Warte mal, hier. Steine. Fias Mist. Fias Insekten, Skelettenarmee. So. Jetzt sind wir hier der von hinten. Menschen. Ja, ist ja gut, nicht so schnell drin. Schon wieder Feuer. Hast du doch eben gerade schon gespuckt. Hallo Wesen, ich wünsche mir ein 40 Minuten Lore-Video von Soli zu Manus und die Versammlung. Manus und die Versammlung, Combat Remnant und die Shimmering Rune of the Storm. Das können wir auch ploppen, dann kriegen wir wieder Ding hier, Items. Geil. Oh, wir bekommen den Twister, yes baby, der Twister, das wird so ein richtig geiler Zauber. Und den Storm Arc. Und den Wirewind. Und den Storm Call. Den werden wir gleich alles benutzen. Ist mir egal, was für ein Zauber das ist. Wir nutzen das. So. Ich mach dir den Dings. Den Lore-Video zu Manus Versammlung. So, kann ich mal hier meine Sachen mal einstimmen gerade? Gott, oh Gott. Wir brauchen neue Zauber rein. So, wo sind denn hier meine Zauber? Memory Spells. So, was sind das überhaupt hier? Sorcery. Das ist ja alles Sorcery. Achso, nee, das ist auch Zauber. Komm, wir machen mal da raus hier mit dem Scheißdreck. Was ist denn das für ein Dreck? Wir nehmen jetzt den Twister, wir nehmen das hier rein, wir nehmen das hier rein. Ich will alles probieren. Oh, sorry, man. So. Was haben wir denn hier? Ah, der Twister, komm. Dann schmeißen wir mal hier den Zauberstab mal weg. Ich will gucken, was der Twister macht. Ja, aber das ist halt viel Zauberei, ne? Ich meine, hoffentlich haben wir auch irgendwelche Waffen. Hier, Twister mal. Ohohoho, nice. Oh, das geht ja bis nach hinten, Alter. Guck mal hier. Oh ja, alles mal weggetwistert. Ja, cool. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Sturm, Arc. Alter Schwede, das ist ja krass. Habe ich jetzt alle weggeschnackt oder was? Da bin ich. Ich glaube, ich bleib beim Zauberer. Ist voll geil. Komm, wir holen uns jetzt mal ein paar Schmiedesteine, oder? Das ist doch geil. Ich muss mal hier meinen Stab verbessern. Komm, wir gehen uns ein paar Schmiedesteine holen. Schaffe ich den Baumwächter mit Zauberei? Ja, vielleicht. Weil wir sind ja jetzt richtig gut. Was macht der? Wirbelwind? Was macht der? Sturm? Oh, der ist ja cool. Warte mal, ich kann mir noch Talismänner machen. Komm, wir pushen nochmal unseren Schaden mit Zauberei. So, Remnant Crafting. Achso. Der ist ja ein Parry Shield. Wow. Kann ich mal alles craften, oder was? Oh, der ist ja cool. Boosted Attacken auf Power Skills. Warte mal, wie war das nochmal mit Scherbe von Alexander? Aber das macht die Skills, ne? Ja, von der Waffe, ne? Aber das ist ja für mich jetzt nicht brauchbar, ne? Was nehmen wir denn? Ritualschwert-Talisman. Den nehmen wir auf jeden Fall. Das nehme ich mir. Zack.
Ritualschwert-Talisman, dann nehmen wir nochmal Increase All. Magic Damage nehme ich auch nochmal 5%, danke. Ich nehme es einfach, ist mir egal. So, was haben wir hier? Das ist mein Spiel, meine Regel. So, dann werden wir nochmal hier so, Faith und Boosted Arcan, Stärke, Dexterity, Intelligenz, das nehme ich mir noch hier. Also das ist aber eine Träne, ne? Ach, scheißegal, nimm es. So, was haben wir hier? Boostet alle die Schaden, 15. So. So, konvertiert Leben in Ding, ist mir egal, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Ach, was weiß ich, was ich hier habe. Hier könnte ich noch mal hier Schadenreduktion, ne? Also Dings halt, Resistenzen. Wie lange machst du denn? Nicht so lange, Jack. Ich mache nicht so lange heute. Ich habe ja morgen Frühschicht. Also ich denke mal, ich mache vielleicht noch so 2 Stunden höchstens. Wenn überhaupt, so 19 Uhr. Denke ich, hey JJ Man, was geht denn ab? So lange mache ich nicht. So, okay. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen jetzt genommen. Schauen wir mal nochmal hier. Also viel lange mache ich nicht, weil ich habe morgen Frühschicht. Ich werde noch mal zu Hause, noch nachdem ich beendet habe, noch eine Folge, vielleicht noch eine Serie anschauen. Ich gucke aktuell The Handmaid's Tale. Gefällt mir sehr gut. Bin in Staffel 3 aktuell. Finde ich sehr gut, die Serie. So, wo waren wir denn hier, ne? Also, was haben wir denn hier? Wir haben die beiden. Und was habe ich hier? So, dann nehme ich den hier raus und nimm das hier rein. Nochmal für Intelligenz. 5. So, und dann habe ich auch noch Talismänner. Ne? Jetzt habe ich ja noch einen Talisman, oder? So, alle Magieschaden um 5% nehmen wir rein. Und hier haben wir noch den Ritualschwert-Talisman. Also, wenn wir jetzt nicht den Typen jetzt weghauen hier, der ist ja richtig gut. Was für ein Schaden hier. Ja, ich weiß, das ruckelt, ne? Hin und wieder mal. Aber das ist jetzt kein Ruckeln, das ist irgendwie was anderes. Ne? Das ist so ein Stuttering. Wir fangen mal einfach mal hier mit dem Sturm Carol an. Was macht denn da? Oh, 181 Schaden. Das lobe ich mir auf jeden Fall. Und ich warte mal hier auf diese eine Attacke. Nicht auf die Attacke, aber ich warte auf eine bestimmte Attacke. Nicht auf die Attacke. Das ist das nicht. Aber wir nehmen mal den Twister einfach mal. Boom. Und natürlich habe ich nicht ihn getroffen, sondern irgendwelche Insekten. Die genau auf die Attacke warte ich. Er macht 2 Schläge und wir haben Zeit, einmal hier den zu machen. Und machen wir hier. So, das war scheiße. Nimm den Stormcaller oder was auch immer das ist. Also, wir sind hier in erster Halbzeit vom Champions League gegen den Three Sentinel Man. Hallo Sahneschnitt, habe ich gesagt, oder was? Und was für ein geiler Frame Drop. Und trotzdem ist man hier ausgewichen. So, boom. Was ist das? 135 Schaden. Das ist natürlich scheiße. Ich kommentiere weiter, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann könnt ihr gerade umschalten oder auch nicht. Was ist das für ein Damage, Alter? Ich werde kein Zauberer spielen, kannst vergessen. Das ist scheiße. Ich meine, natürlich, ich weiß. Man macht viel Schaden, ich weiß. Boom! Ich glaube, ich brauche Dings. FP. Ich meine, der FP regeneriert sich natürlich krass. Frame. I'm the Magic Man. Warte, okay. Wir gehen mal zurück. Ich brauche blaue Flaschen. Ich gehe doch schon von alleine, du Pussy. Ich hatte auch mal so einen Ruck. Und, nee, das hat damit nichts zu tun. Der ist nicht heiß. Das Einzige, was heiß ist, ist meine Keule. Das ist heiß. Das ist was mit der Mod. Ich hatte noch nie bei Elden Ring so die Dinger. Okay, also. So, warte, was wollte ich jetzt machen? Achso, Flask. Nehmen wir mal 2 blaue. Brauch die mal. Bin ja Magic Man. Magic Man! Sahne, ja, er will mir helfen. Aber irgendwie, welcher Zauber ist denn jetzt gut von den Dingen? Sahne schütteln. So, Wirbelwind. Ist nicht so gut. Nee, Wirbelwind ist nicht geil. Gucken wir mal den hier. Den Storm Call. Den brauche ich. Die Attacke brauche ich so.
Ich kann auch natürlich auch aufladen, ne? Ich habe hier den Ring. Was wir haben, haben wir ja, ne? Wollen wir mal gucken. Ich kann mich auch nicht ausziehen, weil die ganze Rüstung mir voll die Stats gibt, gell? Schade. Wir können gerne mal einen geilen Hintern sehen. So, genau die Attacke brauche ich. Zwei Schläge und dann hat man Zeit. So, jetzt lade ich mal auf. Achso, kann ich gar nicht. Okay, jetzt kriegen wir mal einen blauen. Dankeschön. So. Ja, wir sehen den da 100.000 Meter hinter der Kirche an. Ne? Ja, aber ich weiß nicht. Ich meine, es kann ja sein, dass Zauberei ist ja immer so eine Sache. Man braucht halt auch mal die Talismänner und man braucht halt Zauberstab und so weiter. Aber trotzdem, das macht mir überhaupt keinen. Nicht so einen großen Spaß, hier jetzt den zu machen, den zu machen, den zu machen und dann jetzt den zu machen. Das ist ja irgendwie. Man kann mal so einen Kampfmagier machen, glaube ich. Machen wir. Okay, das ist. Als Maul. Als Maul, sonst hole ich meinen Wirbelwind. Meinen Wirbelwind hier. Boom! Ja, Effekt ist zwar okay, aber. Ja, ja, aktuell machen wir keinen Schaden, aber ich denke mal, die werden schon Schaden machen. Irgendwann mal. Geil, der war gut, 130 Schaden. Nicht. Das hat kein, das ist hier Twister. Ich glaube, der Twister ist gut, oder? 150. Sag mal. Darf ich noch mal trinken, danke. Treffe ich überhaupt? Ich gucke auf den Damage. Verpiss dich. Ich habe keine blauen mehr, ne? Ich bin der Magic Man. Aber ich habe auch keine Dinge getrunken. The Magic Man. Oh, da. Ich glaube, dieser Storm-Arc ist gut, oder? Da hat viel mehr Damage gemacht. 153. Der Stormark. Boom. 148. Ich hab kein FP mehr. Hab ich noch einen blauen? Nee, hab ich auch nicht. Aber eine Laterne habe ich. Laterne? Danke. Laterne wieder aus? Danke. Ja, ist ja noch ein Alpha. Hast du recht, sah nicht. Ich kann lesen und ausweichen. Meistens. Ja, komm, wir lassen den mal. Ich will den nicht so machen. So, wir gehen mal hier ein bisschen nochmal. Komm, ein paar Schmiedesteine holen aus dem Dungeon. Gehen wir in den Dungeon. Auf geht's. Falsche Richtung. Ja, ist ja noch eine Alpha. Ist ja auch eine Alpha. Ist ja auch. Achso, ich kann aber eins machen, habe ich vergessen. Ja, das kann. Warte mal. Ja, ich muss mal hier zur OBS wechseln, gerade. Ist ja auch eine Alpha. So, wo waren das hier? Nehmen wir mal das. Vielleicht wird es dadurch besser. Vielleicht habe ich das dann nicht mehr. Oh, was ist mit meinem Kopf los?
Okay, genau. Nee, nee, das ist immer vom, irgendwie vom Spiel. Sonst habe ich ja hier auch keine Probleme. Hast du die Mods auch probiert, Sahneschnitte bei dir? Oder hast du Elden Ring nicht auf PC? Aber ja gut, ich meine, das kann auch. Ich habe mal die Kodierung ein bisschen runtergestellt. Mal gucken, ob sich das verbessert. So, wir holen uns mal hier ein paar Schmiedesteine. Wenn es das euch nichts ausmacht, das wäre super. Ich meine, wir können es ja so machen, dass wir einfach der Hauptquest folgen, ne? Dass wir das Spiel einmal durchspielen werden. Alle Dungeons kann ich leider nicht machen. Das würde zu viel dauern und da das eine Alpha ist, ne? Wartet man lieber auf die Vollversion und dann macht man alles. Der macht ganz schön wenig Schaden. Warte mal, wir haben doch... Wo war denn der Twister? War? Mal gucken, wie der Twister war. Naja, gut. Mal auch natürlich gar nicht dran. Wir waren mit dem Sturm. Ich mache überhaupt wenig Schaden. Ist mir egal, ob mein Schwert von euch abprallt. Und ich weiß, dass ich schwere Attacke machen muss. Danke. Danke für den Hinweis. Claire's Gamings Vault. Das ist genau das, was ich genauso denke wie du. Genau so denke ich auch. Ich habe eine Idee gehabt. Elden Ring machen. Open World verzichten. Die ganzen Dungeons. So wie Art. Hört mal auf, ich bin doch hier am Reden, ihr Scheißratten. Und die ganzen Dungeons, so Art wie die Kelche in Bloodborne einbauen, dass man die beschreiten kann halt mit irgendwas halt. Dass du diese ganzen Dungeons wie in Elden Ring hast, wie in Bloodborne hättest. Und die ganzen Boss-Siegel baust du in die ganzen Levels rein, in diese Sturmstoßschleier oder in die Akademie baust du diese Siegel noch mit ein, dann sind sie halt da. Und die abgehobenen Dungeons sind halt so halt nochmal extra. Ah, so und dann fertig. Und diese ganze Reiterei, das sparst du dir einfach. Und das wäre auch sehr gut geworden. Das war meine Idee. Genau so will ich das haben. In Elden Ring 2. Ja, ich mag diese Open World auch nicht. Ist halt so. Beim ersten Mal durchspielen ist es gut. Auf jeden Fall. Ah, da kannst du schön erkunden und so alles machen und tun, aber spätestens beim zweiten Mal und danach nach den drauffolgenden Tries, Runs, nimmt das schon den, ist da schon so eine Spaßbremse schon mit drin, dass du weißt, okay, ich muss dahin laufen, ich reite ja eigentlich nur durch, ne? Da, man reitet ja eigentlich nur noch von A nach B. Ja, du weißt ganz genau, ich reite jetzt hier durch, ne? Wie oft soll ich ihn dann noch in Limgrave da mich irgendwo hinstellen und sagen, ah, geil, da sehe ich was in der Ferne, da muss ich hin. Da kann ich wieder was entdecken. Das hast du doch im ersten Durchlauf. Ja, genau so ist das. Ich weiß. Aber das ist halt so. Man kann es halt nicht immer so haben, wie man sich das wünscht. Und Elden Ring ist halt Elden Ring. Und die Entwickler... Die wissen ja nicht, dass wir Freaks sind und das Spiel hier 20 Mal durchspielen möchten. Die schütteln wahrscheinlich ihren Kopf, wenn die schon dran denken. Hey, was? 20 Mal Elden Ring? Sind die Leute bekloppt? Die sollen das nur einmal durchspielen. Sind die doof oder was? Und dann soll einfach nochmal DLC rauskommen und dann vielleicht hier nochmal DLC spielen. Das ist 20 Mal. Wie kann man sich das nur antun? Da mal hier.
Hör doch mal auf! Scheiß Köter, du. So, wo ist denn mein Sturmhaken? Alter, 37! Jawohl! Wo ist denn mein Wirbelwind? Boom! Oh, wusste ich nicht. Ja, und Raisin, wie oft hast du das gespielt? Findest du es immer noch toll nach 10 Mal? Nervt dich das nicht, diese Reiterei? Also mich schon. Bleak Raisin. Ja, naja, gut, in Dark Souls kannst du doch ganz locker spielen. Ich meine, warum? Da rennst du nicht. Wenn ich jetzt in Dark Souls 3 Mod starten würde, würde ich voll schön alles in dem Levelbereich, weiß ganz genau, da alles schauen muss. Und hier habe ich doch jetzt keine große Lust, alle Dungeons immer zu machen. Aber es hat natürlich von Mensch zu Mensch anders. Also mich ist es genauso wie Claire's Gaming. Claire. Ich bin auf deiner Seite, Claire. Ja, gut. So, ich muss hier, glaube ich, abspringen, aber auf der falschen Seite. Ich habe voll viele Schmiedesteine eingesammelt. Geil. Achso. Naja, ist halt. Weiß ich nicht, warum wir das schlecht finden. Oh ja. Ganz genau, Thomas. So sieht's aus. Solibu, da wo der Schmelztiegel und das Sexual ist in Kaled, würde ich hinschauen. Sexual, wo ist denn das Sexual? Ist das Sex? Was für ein Sexual? Sexual in Kaled. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Alles, was mit SE anfängt, da schaue ich rein. Schmelztiegel, oder wo das Schmelztiegel und das Sexual ist. Oh cool, das ist geil. Sexual. Wer ist das? Sexual. Kenne ich gar nicht. Ich hasse den Magier. Habe ich schon gesagt? Ah ja, ich hasse den. Ich hate jetzt hier voll. Hate gegen Elden Ring. Mach mich jetzt voll unbeliebt. Bei meinen Damen, die... Was liest du hier gerade? Da steht doch Sexual. Sexual. Ach so, okay. Säusal. Also Scheusal, ach so. Okay. Ach so, beim Scheusal, okay. Also in, nach Süden, ja? In den Süden, so in die Burg oder was? Ja, und was soll ich jetzt mit hier machen? Mit, okay, ich habe zwei blaue und wenn ich keinen Schaden mache, dann kann ich auch den Riesen nicht machen. Ich bin ein Magier, Mann. Hi, first icon. Ach so, Scheusal. Jetzt kommt der Mage. Der Mage-Man hier. Boom. Ich muss ein bisschen näher ran, ne? Warte, Plötze, warte doch mal. Warte, hier. Boom. Ja gut, geht. Oh, ich hab den gestackert, alter Schwede. Willst du mich verarschen? Wo ist denn sein Ding? Ja, da rein. Ja, ich gebe ihm doch eine rein. Okay, nochmal. Scheusal. Wirbelwind. Habe wieder gestackert. Geil. Der Staggerman. Geil. Nicht schlecht. Shimmering Rune of Beasts. Da kriege ich wieder Zauber, oder was? Das ist ja geil. Inventory. Kann ich den jetzt ploppen, ja, oder was? So, was bekomme ich jetzt?
So, Teilsweep. Aufrufung, Aufrufung, Aufrufung. Okay, alles klar, nehmen wir mit. Ja, so ist mein Mage. Ja, dieser gute, der Stagger. So, jetzt können wir die Waffe verbessern. Wollen wir den Zauberstab verbessern? Komm, wir sind doch ein Mage. Wir sind Mage, wir bleiben Mage. Gut, im Dungeon gab es jetzt keine Frame Drops. War alles okay. So, wollen wir dann in den Sturm Castle reingehen oder wollen wir noch einen Dungeon machen? Ich weiß nicht. Soll ich mal zu Patches gehen oder so? Obwohl, was soll ich bei Patches? Komm, scheiß auf den. Wir gehen jetzt in Sturmschleier. Komm. Das ist unser Weg. Wir werden... Dann kommt ja auch noch Fia, ne? Gleich. Die Schöne von der Schön. Ja, komm. Das können wir mal einsammeln. Smithing Stone, danke. War immer schon mal hier eine Hütte eigentlich? War die Hütte schon immer hier? Nee, ne? Nee, die Hütte ist neu, ne? Oder? Gravel Stone Seal. Das ist ein Talisman. Die Hütte ist neu. Oh, wir haben wieder Rune of Lightning. Oh, nice. Lightning. Oh, Lightning Spear ist der geil. Ja, der Lightning Spear ist ziemlich gut. Den nehmen wir uns rein. Den Lightning Spear nehmen wir Patches. Das ist neu, gell? So, das hier so. Ja, gut, man muss halt ziemlich gut erkunden, ne? Hau mal ab. Da ist Köter. Soll ich mich entführen lassen? Nee, na, eigentlich nicht. Hau doch mal bitte ab, bitte. Warte, da hinten war noch ein Item, das nehme ich mir. Normalerweise ist hier die Zwillingsklinge, ne? Roteisen-Zwillingsklinge ist hier. So, Twinblade, alles klar. Ist immer noch hier drin. Gut, ja, da kann ich hier eigentlich reisen. Wir reisen mal zum Sturmschleier, ne? Zum Margit. Haben wir ja gemacht. Wir gehen mal Richtung Godric. Einfach mal. Ja, wir nehmen mal hier gerade unseren neuen Spell rein. So, wo ist denn der Memory Spell? Ja, welche waren jetzt gut? Ich weiß nicht, welche jetzt gut war. Ich nehme einfach mal den 16er raus. Und den 15. Die beiden behalte ich mal. Oh, oh. Natürlich ist der hier ziemlich geil, der Lightning Spear. Das ist echt ein guter Spell. Finde ich, meiner Meinung nach. Mit dem Spell, als ich meinen Glaube-Charakter gespielt habe, da habe ich den Radagon mit dem gemacht. Was ist das hier? Lightning Channel. Okay, hier kann ich meine Waffe buffen. Nehmen wir mal rein. Ah komm, ich nehme die raus. Nehmen wir hier. Aufrufung. Benutzen wir gerade mal hier alles mal. So. Dazu brauche ich aber jetzt wieder. Nehme ich mal raus. Welche ist jetzt besser? Also CC-Skalierung, beide. Ja. Der ist ziemlich gut. Da kann ich mal die Waffe buffen oder was? Jawohl, sehr schön. Achso, das ist der Spell, okay. Kann ich auch aufladen, ne? Was macht der? Lightning Channel? Oh, warte mal. Hallo Benson. Boom, 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 boom. Oh, der könnte vielleicht ziemlich krass sein, ne? Können wir gleich mal testen. Okay, ich mache hier Lightning. Ich mache Faith. Da ist drauf. Ich kann bestimmt eh umskillen. Warte mal, haben wir Level Ups? Komm, nehmen wir hier mal Faith. Haben wir eins. So, der ist cool. Sammeln wir mal ein bisschen ein.
Kommt 4 jetzt schon, oder? Wann kommt die überhaupt? Oder kann ich jetzt schon einfach mal dahin reisen? Aber ich kann schon hinreisen. Warum sagt ihr mir das dann nicht? Hallo? Warum sagt mir das keiner? Ah, ja, ist gut. Gucken wir erstmal bei der Händlerin, was der hat. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Skimitar, Larventrainer. Strength, Dex, okay. Schmiedestein oder so hast du nicht? Danke, okay, alles klar. Gut. Eine Waffe könnte ich gebrauchen, mal eine gute Waffe. Was gibt's denn so als einhand-gute Waffe? Du kannst zur Tafelfeste. Danke dir, Reason. So eine einhand-gute Waffe, wo ich jetzt wirklich eine Hand mein Spell habe und die andere Hand nehme ich eine einhand-gute Waffe. So. Wieso habe ich eine 11 von den Schmiedesteinen? Wann habe ich denn die bekommen? Achso, wir waren ja in dem Dungeon, ne? Wir werden hier unseren Ding. Ja, also plus 5 habe ich den gebracht, ne? Machen wir die Waffe, egal. Plus 2, passt. Ashes of War. Ja, haben wir nichts, alles klar. Ja, passt. Wir sind eigentlich ziemlich gut unterwegs, ne, würde ich mal sagen. Dann gehen wir einfach hier wieder zurück. Und gucken mal, ob wir Godrick dann irgendwie schaffen. Dann kriegen wir ja auch noch Godricks Rune. Wahrscheinlich auch nicht. Wir sammeln mal hier die Items gleich mal ein. Aber das ist nicht meine Route. Warte mal, ich würde gerne mal den hier bei dir testen, wenn es dir nichts ausmacht, mein schöner. Ne, nicht das. Tut mir leid. Wo war denn der Lightning Channel, ne? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Warte, nimm mir noch einen blauen. Aber macht immer noch zu wenig Schaden, ne? Und gut, dass ich laufen kann. Auch nicht schlecht. Das macht so Spaß, das zu machen. Aber das gibt's nicht, gell, im normalen Spiel, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen blauen mehr. Tut mir leid. Achso, du sollst mir eigentlich das Tor aufmachen. Tut mir leid, ja gut. Ist egal. Rostock, Glass Shard, Fingerfoot. Haben wir auch. Blut, Hundreis, Gelände. Ja. Servus, Fred Wagenleiter. Hallo Benson. Grüße euch. Ja, aber trotzdem mache ich viel zu wenig Schaden. Ne? Also gegen den zumindest. Gut, nehmen wir die Lightning Spear. Ich habe natürlich auch einen falschen Talisman jetzt drin. Ich habe ja hier Magic Damage. Was haben wir noch? Ach, egal. Lauf einfach, wurscht. Wir sind sowieso der miserabelste Zauberer aller Zeiten. Das ist sowieso klar. Ich würde gerne nackig rumlaufen, aber meine Rüstung gibt mir gerade einige Stats. Ja, deswegen. Hat die Mod etwas dagegen, dass ich hier nackt rumlaufe? Leider. So, kommen jetzt hier die Vögel wieder. Ich hasse die Vögel übrigens. Kommt er? Bist du da? Ja. Ja, verzieh dich. Nimm mein Lightning Spear. Jawohl. Sehr schön. Der beste Lightning Spear aller Zeiten. So, wen haben wir da? Jo, sehr schön. Oh, noch einer. Warte, aufgeladener Lightning Spear. Jawohl. Ich mag den Lightning Spear. Das wird mein Spell sein. Bis zum Ende. Ihr werdet nichts anderes mehr sehen, also. Seid nicht enttäuscht. Ich werde euch keine neuen Zauber in der Mod mehr zeigen. Aus dem Weg! Habe ich gesagt, du sollst herkommen, oder was? Was ist das für eine Synchro?
Warum stirbt ihr denn nicht? Wäre doch so geil mit einem Schuss. Ich habe kein Ding mehr. Brauche ich den? Nein, brauche ich nicht. Geht auch so. So. Smithing Stone. Schwert, Blutrassern, das Krummdingen. Einhand. Ja. Einhand. So Besen. Ja. Weiß nicht. Bolt. Bolt heißt, was heißt denn Bolt eigentlich? Bolzen, ne? Oh Mann. Ich war am Bonfire nicht unten, oder? Da waren noch Items. Ja, ich denke mal, da das eine Alpha ist. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis die das überhaupt alles hinbekommen, ne? Klappe halten da hinten. Habe ich ja gesagt, du sollst blasen. Wen habe ich gesagt, der soll hier blasen? So, goldene Rune 2, danke. Ich habe eigentlich gedacht, ich bekomme FP zurück, oder? Ja doch, ich bekomme FP zurück. Der hat doch da reingeblasen in die Trompete-Sahneschnitte. Diese verdammten Kisten. So, hier waren die Klauen, ne, eigentlich. Ja, die habe ich am Anfang benutzt. Sah nicht, ne, du hast gut, Alter. Okay, ich habe keine Frame Drops mehr, gell, die ganze Zeit. Er läuft jetzt. Warte mal, wie ist denn jetzt mein Ding? Warte mal, ich will mal gucken, den Schaden, warte. 127. Okay, 127. Hau mal hier meine geile Waffe in Blitz. 127. Ja, ja, geht. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, es geht. Da unten ist noch ein Item, nehme ich mir mit. Danke. Hol dir die Mondschleier-Katana. Aber die ist doch zweihändig gut, oder? Benson. Ich würde gerne so eine Handwaffe und mit der anderen so den hier machen. Mondschleier. Meinst du, die Waffe ist auch dort? Bolt. Bolt. Meinst du, der Bolt macht mehr Damage? Warte, wir testen mal aus. Gegen den Insekten hier. Hallo, Insekt. Hallo, bleib mal da. Bleib doch da, Alter. Lass mich doch mal hier. Okay, du willst das nicht anders. Du Insektenkönig. Daneben. Okay, du hast gewonnen. Habe ich ein Parry-Schild? Was habe ich, gell? Egal. Ich bin Kampfmagier. Ruschke. Okay, hier ist ein Talisman, ne? Normalerweise ist ja hier ein Talisman, ne? Siehst du, hier ist ein Runenbogen, das ist okay. Gut, die Talismänner können wir ja auch... Ja, Mondschleier Katana wäre eigentlich gar nicht schlecht eigentlich, gell, Benson? Für den Magier. Wenn ich überhaupt einen Magier spiele. Wie gehen wir mal ganz normal mal der Hauptquest, ne? Wir machen mal hier die Hauptbosse, zumindest mal die Hauptbosse so machen. Jetzt nicht in jeden Dungeon rein. Wir gehen mal... Ich denke mal, da wir auch nicht jeden Dungeon machen werden, können wir auch nicht gute Zauber oder so bekommen, oder? Du Mistkerl, du! Ich bin hier am Reden! Aber was ist das für ein Geschrei von meinem Char? So wie ein kleines Baby. Lolli weggenommen.
Silver Picklet Full Foot. Haben wir genommen, sehr schön. Warte mal, hier ist dieses eine Item. Soll ich das mitnehmen? Ach, was weiß ich. Ach, scheiß auf die Items. Die brauchen das nicht. Warte mal hier. Dreh, mach deine Drehung. Warte mal, ich. Nee, warte. Wir nehmen. Lighting. Warte mal, ich lass mich doch mal. Du Mistkerl, du. Warum darf ich mal nicht das hier machen, bitte? Hey, der Zauber ist echt nicht schlecht. Der ist gut, aber macht noch zu wenig Schaden irgendwie. Bleetings. Ja, das ist voll geil, Bleetings. Drone Stick. Voraus hatte ich Asketenwäsche auf 9, musste bei Nvidia nur noch zuschauen bei DS2. Pharos, Dark Souls 2. So, wir gehen mal ganz normal hoch. Ich habe Kopfschmerzen, ne? Habe ich schon gesagt? Lass mich doch mal. Oh ja, der hat viel Schaden gemacht, ne? Warte, Lightning Spear. Ja, das ist schon cool. Echt, jetzt für die Scheiße bin ich jetzt hier rüber. Ja, die Heinrich von Blastbeat, das sind alle Videos geil. Aber ist jetzt aktuell oder was? Von Michaela. Honeybolt macht zu wenig Schaden, aber ist ziemlich schnell, ne? Mein Honeybolt. Warte mal, gib mal noch einen blauen. Danke. Warte doch mal, Plätze. Okay, das ist ja scheiße. Der Honeybolt. Ist ja gut, Mann. Ich kann es nicht sein lassen. Nein! Du Mistkerl. Dann fang mich mal. Fang mal das Item. Oh, danke. Oh, shit. Wo ist denn hier der Boss? Cool, dass man da einfach dahin runterfallen lassen kann. Ja, also. Stirb. So, wie werden wir jetzt diesen Blast-Typen da erstmal weghauen? Damit er seine Freundin nicht ruft. So, wo ist denn hier der Blast-Menschen? Da ist er, ne? Am Arsch! Und du bleibst sitzen. Und du bleibst auch sitzen. Für immer und ewig, du auch. So. Meine Seelen bitte. Das Item ist ja wieder da. So, also wir gehen zu Godric. Ist mir egal, wie schwach ich da ankomme. Kein Bock einzusammeln. Oh, wer ist denn das? Oh, was ist das denn? Warhawks Talon. Oh, ja. Siehst du mal, wir haben eine Waffe. Was ist denn das hier? Strength Dex. Wir haben jetzt voll die geile Stärkewaffe und können das nicht benutzen. Okay, so geil ist die nicht. Yeah.
So, das ist eigentlich eine Geste, ne, im Normalspiel. Immer noch. Legit. Legit Geste. Okay, die Ruckler sind jetzt weg, ne, die ganze Zeit. Hat jetzt keine gehabt. Keine einzige. Verpisst euch. Ja, der Convergent Bot hat viele Zauber und neue Waffen und einige neue Bosse. Einige neue Bosse, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ehrlich. Man kann Talismänner craften und Tränen kannst du, also nicht Tränen, sondern die Sachen, die du in die Arzneigemisch reinmachen kannst, kannst du craften am Ort der Gnade. Und das Teil, was ich eben gerade jetzt eingesammelt habe, das sind die Upgrade-Materialien dazu. Also wohl neue Bosse, ich weiß nicht, wie viele das sind. Aber das ist nur eine Alpha-Version, Heinrich von Last Beat. Ist nur eine Alpha-Version, es ist noch nicht die finale Version. Wenn du die Conversion-Mod von Dark Souls 3 kennst, dann weißt du ungefähr, wie das Endprodukt ausschauen wird oder sollte. Oder wird. Oder wird. 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 Conversion-Mod, nämlich für Dark Souls 3, ist ziemlich pretty nice. Pretty gut. Habe ich noch einen blauen? Ich habe noch jede Menge. Und das hier ist, glaube ich, auch neu, gell, was ich hier habe. Oder? Das ist doch neu, oder? Was ich hier habe. Was das hier? Das gibt es ja, glaube ich, nicht, oder? Der den Zauber gibt es nicht, oder? Die Aufrufung, was ich hier gerade benutzt habe. Bin Konsolenspieler, habe noch nie eine Mod probiert, außer früher auf dem PC. Morrowind, echt? Du hast Morrowind gespielt? Du hast Morrowind gespielt. So, der gibt mir nochmal Faith. Ne? Das gibt mir Oh, warte mal. Ich stimme, glaube ich, den hier wieder. Der gibt mir Intelligenz. So, was gibt der mir? Der gibt mir Faith 2 und reduziert FP-Kosten. Kein Problem, ich habe kein Problem, Jack, damit. Ist alles gut, meinerseits. Alles gut. Ich habe mit Oblivion angefangen, Heinrich. Und das war für mich was heißt für mich die beste Erfahrung, wollte ich sagen. Das war echt ein geiles Erlebnis. Oblivion. Damals. Finde ich ziemlich gut gelungenes Spiel gewesen. Ich habe auch Morrowind danach probiert zu spielen, Heinrich, aber das war dann wieder für mich dann, ja, ist immer so, mit welchem Spiel man halt einsteigt. Ne? Ich bin mit Oblivion in die Reihe eingestiegen. Und danach wollte ich halt Morrowind probieren. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber ja, das war mir dann ein bisschen altbacken. Ist bestimmt ein gutes Spiel gewesen damals. Ist wahrscheinlich immer noch ein gutes Spiel. Aber man muss halt mit dem zeitgemäßen Steuerung, Animation anfreunden können. Ne? Aber ich liebe Oblivion, war ziemlich geil. Für mich damals. Natürlich kommst du von hinten. Natürlich habe ich die Frame Drops. Ihr Pussys.
Und wem soll ich jetzt bumsen? Niemanden. Bitte lass mich doch am Leben. Bitte, bitte. Warum machst du Feuer? Du Mistkerl. Lass mich doch mal. Renn. Ja, vielleicht droppen die aber was Gutes. Ah, ist schön, dass du runterkommst. Warte. Lass mich doch mal einmal steigern. So, jawohl, das wollte ich machen. Jetzt flieg runter. Oh, dein Freund ist weg. Ja, was ist denn das für ein Geschrei, Alter? Oh, ich habe kein FP mehr. Es tut mir leid. Kein FP. Warte, trink. Wo ist denn der runter? Lebt er noch, oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich mag den Spell. Der ist ziemlich gut. So, Arrow. Arrow. Ja, was soll ich denn hier eigentlich? So, wo bin ich denn überhaupt? Goldene Rune 133. Hey, Sonja, servus. Nee, ich spiele nicht Zelda. Achso, ob ich streame, ich weiß nicht. Mal gucken. Also ich habe Zelda noch nie gespielt, das meine ich damit. Ich habe Zelda noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das streamen soll. Ich meine, was gibt's in diesem Monat? Nix, gell? Ja, weiß auch nicht. Ich bin nicht so gut in Rätsel lösen und bin da echt unkreativ. Warum ist denn das hier auf? Warum ist überhaupt eine Kette? Ich dachte, es wäre eine Mimik. Glowing Rune of Order. Was soll das denn sein überhaupt? Ja. Schau ich mal an. Die ist hier. Kann ich die nutzen oder was? Soll ich die benutzen? Komm. Oh, ich bekomme ein Ding oder was? Geil. Ist das auch Aufrufung? Great Heal? Okay. Ja, Morrowind hat echt einen guten Soundtrack, ne? Heinrich. Hallo, Tantan. Servus, grüß dich. Ich habe jetzt natürlich nicht alles eingesammelt, aber... Warte mal, ich habe keine Heilung mehr, gell, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, ich bin tot. Ist gut, ist gut. Wo ist mein Lightning-Spear? Warte, kann ich hier das hier trinken? Was habe ich denn davon? Gar nichts. Nothing. Ich bin eh tot. Hallo, Dantan, grüß dich, mein Lieber. Ich bin tot. I'm deaf. Ist gut. Du Scheißratte. Darf ich nochmal irgendwie ein Lightning Spear werfen? Habe ich noch einen blauen? Ne, habe ich auch nicht. So. Das war nochmal hier. Warum fliegen denn hier die Fliegen? Ich habe kein Leben, ne? Warum habe ich kein Leben? Ja gut, 26 Leben. Ich komme hier niemals durch jetzt ohne Leben. Ich habe eigentlich Bock auf Kermit den Frosch. Ich meine, Bock halt, den wieder zu töten, meine ich. Als Gegner zu haben, ne? Warte, wir retten uns mal zum Bonfire. Smithing Stone, danke. Setz dich! Setz dich! Dann setz dich nicht. Soll er die Spiegelchips, kann ich dann unterm Strich trotzdem nicht empfehlen. Spiegelchips? Also Spiegelei-Chips. Soll ich das gerade überlegen?
Ich hasse diese Spiegelei-Chips. Da schon, was für Spiegelchips. Ja, wie gesagt, ich muss ja hier viel mehr einsammeln. Ne? Ich tue das gerade nicht. Deswegen kriegen wir jetzt gleich auf die Fresse beim Boss. Ich will aber nochmal hier schnell runter. Vielleicht haben wir hier was Schönes noch. Aber was meine ich denn mit schön? Egal. Mit schön meine ich vielleicht so ein paar Schmiedesteine noch oder so. Damit meine ich schön. Ich hätte niemals ein... Was ist denn mit dem Ratten los? Oh Gott, ich bin tot. Warte mal, wo ist denn wieder mein Ding? War das das hier? Nee, das war das hier, ja. Mach mal hin. Ist das gut? Ey, wieso habe ich denn so wenig FP? Warte mal. Habt ihr gesehen, ich kann die Ratte zum Reden bringen. Ich bin der Puppenmeister. Kein Necromancer. Der Puppenmeister. Jawohl. Ja, noch einen blauen. Das sieht so komisch aus. Der Puppenmeister ist da. Raisin. Bleak Raisin. Oh, warte. Warte mal. Krieg ich meine blauen Estos dann? Ja, ne? Oder? Bleib doch mal stehen. Gib mir die blauen wieder. Oh, was? Der gibt mir einfach mal hier den... Ey, der ist ja krass. Ja, natürlich ist das für den Krieger, ne? Ich bin ja... Was gibt der? Int, Faith, Strength. Oh, der ist ja cool. Das hier gibt auch nochmal Intelligenz, Faith und Stärke. Oh, das nehme ich mir, das wird da gar nichts. Das hat uns auf jeden Fall verbessert hier. Ja, das nehmen wir uns hier. Der ist cool. Ah, der sieht scheiße aus. Gibt es hier einen Boss oder so? Eventuell. Da kommt doch wirklich dieser scheiß Wurm, oder was? Warum denn? Was einen Damage ich mache. Nice. Gut, dass ich in der Intelligenz und Faith meine Punkte vergeben habe. Beziehungsweise die Anfangswerte. Kamera. Ich hab nichts mehr an Blauen. Ich kann das nicht mehr hören. Ich glaube, ich werde einen männlichen Charakter machen. Nein, ich muss ihre Stimme noch älter machen. War das immer schon so, oder was? Okay, lass mich dann wenigstens die Items mitnehmen, bitte. Sei doch nicht so. Ich will auf jeden Fall hier die Pfeile. Wurfdinge. Und den Rancor Pot. 5 Stück. Oh, ich werde hier Consumables spielen. Ja, schrei rum. Hau ab. Jetzt gehen wir an die Leiter. Gut, dass ich so viel Schaden mache. Ach ja. Hast du einen Dickschädel oder was, Black Raisin? Gott, ihr habt's gut. Ihr könnt Kartoffel essen. Ja, komm, wir gehen weiter. Ich gehe einfach zum Boss. Ich werde den Godric machen jetzt. Wenn es der Godric ist. Wir haben natürlich hier, wir haben voll wenig Sachen eingesammelt. Irgendwie habe ich auch gar keinen Bock auf die Zauberei, habe ich schon gesagt. Ja, habe ich. Oh, ich habe Parfüm-Dinge. Oh, goldene Saat. Nimm es. Komm her. Boom.
bumst mich. Warum trinke ich jetzt das hier? Ich weiß es nicht. Das weiß nur Gott. Und warum habe ich das eingesammelt? Achso, Auto nur. Bleib doch mal stehen. Bleib einfach stehen. Machen die immer schon so Feuer? Der schlechteste Elden Ring-Spieler aller Zeiten. Komm, nimm mir die Schmiedesteine. Jawohl, siehst du, wusste ich doch. Hau jetzt ab, du blöder Vogel! Was ein Typ. Warum habe ich denn hier so komische rot- und hellblaue oder türkise Farbe um mich herum? Lass mal noch einen Bonfire, bitte. Ich kann nicht dahin. So, Boss Time in Bleak Reason Second. So, was haben wir denn hier noch an Spells? Warte mal. Honed Bolt kann ich, glaube ich, wegnehmen. Die Waffe buffen nehme ich auch weg. Was haben wir jetzt dazu bekommen? Oh. Was ist denn das hier? Faith. Nehmen wir mal das hier rein. Kann ich meinen Schwanz zweimal zeigen? Komm, wir gehen mal rein, komm. Ist das der Godric oder was? Ja, ich mach den mal weg. Mighty Dragon. True-born. Das Beste war, als ich hier Super Mario mit Yoshi hatte, ne? Das war der beste Mod. Deliver me unto greater heights. Well. Was machen wir denn dann? Warte mal. Was macht denn der für einen Schaden? 276. Wie war das nochmal? Links herum? So nicht. Aber was ein Sch. Was ein. Okay, tot. Macht der. Macht sich schon einen ziemlich krassen Schaden. Wie war das nochmal? Links herum? Der Schaden ist geil. Warte mal, wo ist denn mein Ding? Oh, ich kann den staggern oder was? Framey! Okay, Damage mache ich keine. Zu wenig Schaden, ne? Ist der schneller? Ja, zu wenig. Ne? Oder auch mit einer Welle.
Hallo Guni, servus. Und jetzt? Der macht auf jeden Fall wenig Schaden. Und der macht auch wenig Damage. Wenn ich Schaden nicht mache. Ganz schön wenig, ja? Aber wie schnell der ist. Das ist ja krass. Nee, nee. Da sehen wir mal nicht so gut aus, was den Schaden betrifft. Ach, ich hasse den Zauberer sowieso schon. Beziehungsweise dieses Casten. Ich mag das gar nicht. Bleib mal stehen. Warte mal. Wo ist denn mein... So, was haben wir hier? Oh. Olli, wann machst du am DS2 weiter? Habe ich schon durch, Guni. Platin ist schon gemacht. Schon gemacht. Fertig. Fertig, mein Lieber. Fertig. Das macht ja gar keinen Schaden. Haben wir schon fertig. Genau, ich mag den Carsten nicht. Wir fangen neu an. Wir machen einen neuen Charakter. Ich nehme den Ritter, nehme ich mir einfach, den Samurai-Menschen. Sonst ärgere ich mich hier. Ich habe keinen Bock auf Dings. Auf diese ganze Spell und Faith und dann da ist es. Ich will meine Waffe, vielleicht finden wir geile Waffen, komm, ich habe keinen Bock. Oder? Das war blöd, den Nekromantazon. Warum mache ich immer den gleichen Fehler? Habe ich schon öfters gemacht. Ich nehme mir den und dann bin ich nicht zufrieden. Warum mache ich das dann? Warum soll ich denn hier die Blitze werfen überhaupt? Ich will keine Blitze werfen. Ich will meine Keule in die Hand nehmen und dann einfach mit der Keule rumwedeln. Ich will meine Keule.
Meist, leider habe ich viel davon verpasst, aber die Videos sind... Ja, meine Streams sind immer noch da. Also da musst du halt nicht unter Videos schauen, sondern unter Livestream ist leider so, dass es so in zwei Kategorien aufgeteilt ist. Da musst du halt auf Livestream gehen, die sind immer da. Ist auch eine Playlist, ne? Da kannst du in die Playlist gehen. Sind ja eh nur 5 Parts oder so. Das sind ja nur 5 Parts. Ich habe ja auch eine Timeline komplett, wo man die meisten Sachen dann findet. So, den nehmen wir jetzt. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einen... Ist das ein Schwert des Getreue, was wir da haben? Eigentlich weiß ich gar nicht. Was sind das? Nee, das ist kein Schwert des Getreue. Das ist irgendeine andere Waffe. Der hat auf jeden Fall ein Großschwert. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Wir werden auf jeden Fall einen mit Strength and Dex nehmen. Der hat auf jeden Fall 15-15. Da haben wir den Marksman. Der Marksman. Das ist ein Charakter, eigens von mir entwickelt, der Marksman. Aber jetzt nicht so geil. Was haben wir hier? 18 Stärke hat der Typ. Was? Aber ich möchte schnelle Waffe haben. Ich will eine schnelle, der hat die Zwillingsklingen. Dann haben wir den Rogue. Was hat der? Der hat ein Parry-Schild, ne? Ich meine. Und hat 18 Decks. Ja, das wäre vielleicht schon was für mich, ne? Der Rogue. Ich meine, wo wir den Buckler herbekommen, wissen wir ja auch, ne? Den haben wir ja eingesammelt, von daher. Ich weiß halt nicht, wie gut die Waffe ist. Aber das ist eine Waffe. Okay, jetzt kommen die Sorcerer, oder was? Ja, komplett, ne? Komplett hier, okay. Ich habe ja den genommen, ja, den Necromancer habe ich genommen, ja. Ja, gut. Fundamentalist. Was ist denn das? Selbstmordattentäter oder was? Kultisten. Ja, okay, das sind alles hier irgendwie unten. Die will ich alle nicht haben. So, also entweder wir nehmen... Was hat der nochmal gehabt? Also, ich würde mal sagen, der mit dem Buckler, nett. Nee, den Buckler finden wir ja direkt. Was haben wir denn hier? 15 Stärke, 15 Strength und Vigor. Vigor war Leben oder was? Ja, der wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, der... Vanguard mit so einer mit einem riesen Wert. Oder? Von Anfang. Ja, den will ich nicht. Der Rogue. Der Rogue wäre 18 Strength. 18 Dex. Gar nicht so schlecht. Und Parishield. Komm, den nehme ich einfach. Ich nehme den Rogue. Fertig. Ich bin so hässlich. Warum bin ich so hässlich? Nimm die hier. Kann ich die Haare mal schnell ändern? Haarkoller, da haben wir das doch. Ich will rote Haare haben. Ich will rote Haare, ja. Okay, der Rest bleibt. So. Der Rest bleibt. Fertig. Wir haben den... Ach so, nee. Dings. Goldene Saat nehmen wir mit. So, machen wir nochmal. Gucken wir nochmal. Wir können direkt zu Margit gehen eigentlich. Sollten wir ja schaffen. Und dann werten wir unsere Waffe auf und dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden eventuell. So. Jawohl. Sehr schön. So. Da haben wir alles. Sehr schön. Werden wir wieder an derselben Stelle wieder erwachen jetzt? Oder wie ist das? Ja, wo waren wir denn? Im Süden, ne, waren wir. Im Süden. Im Süden, Süden, Süden. Alter, wir sind ja ganz woanders. Warum denn? Warum bin ich denn jetzt hier? Hallo? Wo bin ich überhaupt hier? Warum bin ich denn überhaupt hier? Ist das immer anders, oder was? Wo wir sind? Schaden, ne? Boah, ist ja viel. 800 Damage ist natürlich... Gut.
Sehr schön. Macht meine Waffe irgendwas? Warte mal. Habe ich irgendeine Fähigkeit mit der Waffe? Nee, das ist das hier. Was hast denn du jetzt gemacht? So, was haben wir denn hier für ein Item? Ripple Hellebarde. Wir schauen uns die Waffen an. So, den Bogen lassen wir mal drin. So, Ripple Hellebarde können wir nicht benutzen. Hat Arkan, alles klar. Der Ripple Hellebarde. Sehr schön. Hallo Thales. Ja, ich weiß nicht. Wir haben einen Necromancer angefangen. Jetzt habe ich aber wieder. Bin ich jetzt raus? Mach hier. Ich mache Nahkämpfer. Wie die Mod ist? Ich weiß nicht, wie die Mod ist. Bestimmt gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was ich sagen kann. Geil. Natürlich ist das ja nur eine Alpha, Mann. Ist ja klar. Aber warum bin ich überhaupt hier? Das ist ja scheiße. Wo soll ich denn hin? Soll ich jetzt in die Akademie oder was? Wie komme ich jetzt hier hin? Ich könnte zu dem Baumwächter hier, ne? Und da gibt es Teleporter, ne? Das können wir machen eigentlich. Irgendwie. Wenn du das sagst, Thales, dann ist es wohl so. Also jede Klasse startet woanders. Ach so, okay. Gut zu wissen. Aber ich bin doch hier bestimmt an irgendeiner Stelle, wo ich jetzt vielleicht nicht so stark bin. So, nehmen wir mal den Bonfire hier mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Aber wir gehen mal hin. Ach so läuft der Hase. Jede Stadt, jede Klasse startet woanders. Okay. Dann ist das so. Wir gehen mal da zum Baum. Und machen mal, versuchen mal den Baumboss zu machen. Weil da gibt es Teleporter immer. Und dann kann ich vielleicht mich irgendwo anders hin teleportieren. Aber die Frage ist, ob ich den schaffe jetzt. Ich weiß nicht, wie stark der hier ist. Ein Bonfire wäre nicht schlecht. Und da haben wir auch schon einen. Da hinten, glaube ich, ne? Den nehmen wir mit. Ja, wir können uns mal dran setzen. Weil wir die Flask ändern können. Gut, haben wir vier Stück und eine kann ich, glaube ich, noch mal dran machen. Oh, danke. Servus Black Daisy, hallo. Raisin, mach's gut, viel Spaß. Wünsche dir einen angenehmen Tag. Danke, dass du dabei warst. So, wie gehen wir dahin? Zu dem Bäumlein. Bäumlein. Warte mal, ich teste mal hier. Ja, guck mal, das hängt wieder, ne? Ich teste mal hier den Schaden. Bei dem Penner hier. Alles klar, kannst aufhören. Du hast jetzt genug geraged. Und jetzt gehst du auch noch zurück, oder was? Warte, was kann überhaupt meine Waffe machen? Die macht das hier. Okay. Wir werden schon eine andere Waffe finden. So. Haben wir hier Marikas? Ja, haben wir. Sehr schön. Okay. Gibt es hier irgendwelche Insekten, die mir auf die Nüsse gehen jetzt gleich? So. Was sind das hier überhaupt? Achso, das war das hier, das hier, das hier. Ich habe eh nichts, ne? Okay. Was kann ich denn craften? Ich kann ja Sachen craften. Na, das ist ja geil. Alles schon. Okay, ich werde mal gucken, was für ein Damage wir machen. Der macht ja Schaden, ne? Aber es geht. Wollten wir wohl schaffen, oder?
wenn ich mal treffen könnte. Ich glaube, 3 Schläge sind in Ordnung. Da ist ein Teleporter nämlich bei denen. Jo, ist ja gut. Ist ja nicht so, als ob ich nicht weg wollte. Oh Gott. Den will ich auf jeden Fall machen. Dann können wir von hier überall hinreisen irgendwie, ne? Okay, ich zauber gleich aus meinem Ärmel Feuerbuffs. Ich hab ja gar nichts. Ich schaff den. Okay, ich bin zu gierig. Runde Nummer 3. Runde Nummer 3. Was habe ich denn da eingesammelt? Achso, Upgrade-Materialien. Okay, die Hälfte haben wir. Aber nur die Hälfte. Ja, der Crit ist ziemlich grob. Dina? Okay, der war scheiße. Keine Ausdauer und Frames! Kriegen jetzt hier diese Upgrade-Materialien wieder, ne? 3 Stück haben wir von ihm bekommen. Hier ist ein Teleporter. Und ein Bonfire immer irgendwie, komischerweise. Nehmen wir mit. Und wie gucken wir, dass wir uns mal was craften können. Ja, können wir gleich gucken. Mit den Dingern können wir nämlich was craften, ne? Und zwar hier. So. Ich schau mal, was wir nehmen können, was uns für uns hilft.
Der boostet Stärke um 10, der boostet Geschick um 10. Nehmen wir also den hier. Oder? Ja, Intelligenz, Faith, ja, nehmen wir den. Geschick um 10. So, was haben wir hier? Boostet physische Attacken, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Was macht das? Magic Attacks, Fire Attacks, Lightning Attacks, Holy Attacks. Okay, dann nehmen wir den hier für unseren Arzneigemisch. Und was haben wir hier noch, was wir gebrauchen können? Ja, aber eigentlich brauche ich hier gar nichts. Dann haben wir schon mal was für unseren Arzneigemisch. Dann machen wir den hier rein. Ja. Und zwar hier 10 Dex und 10% mehr physischer Schaden wohl. Nehmen wir die beiden rein, das ist okay. So, und dann können wir auch noch leveln. So, Level up. Diesmal machen wir das. Richtig. Ja, wir nehmen erstmal hier ein Leben. Einfach mal, dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Das passt soweit. So, und jetzt können wir hier den Teleporter benutzen. Ja, das machen wir auch mal. Und werden mal als nächstes dann uns die Waffe verbessern. Ob ich jetzt die Waffe nutze, werden wir sehen. Wo waren das hier? Stormhill war in der Nähe vom Market, ne, oder? Ja, da gehen wir mal hin, nach Stormhill. Da war, glaube ich, noch ein Baumwächter. Da sind wir auch in der Nähe vom Anfangsgebiet. Da können wir dann unsere Schmiedesteine sammeln, glaube ich. Ja, hier sind wir im Anfangsgebiet, ne. Dann können wir wieder unsere Schmiedesteine schnell einsammeln. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich weiß nicht, ob ich... Der dürfte wahrscheinlich ein bisschen weniger aushalten oder so. Können wir auch noch mal schnell machen. Ja, der hält auf jeden Fall weniger aus als der Kollege davor. Machen wir den schnell. So, wir können auch jetzt unseren Arzneigemisch nutzen, ne? Machen wir mehr Schaden. Das haben wir somit getan. Okay, da war ein Schlag zu viel. Okay, da war Schrott. Kommen wir da runter jetzt. Frames. Danke, okay, ich bin tot wieder, ne? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich lebe noch. I'm alive. Was ein Schaden. Okay, das kannst du jetzt machen. Geil. Irgendjemand ist gestorben. Es tut mir leid, ein Unschuldiger ist gestorben. Ich bin zu gierig, aber ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Oh, fuck. Stirb doch. Ich glaube, bei dem haben wir vorhin Talisman schmieden können, ne? Glaube ich, oder? Irgendwie sowas in der Art. Schauen wir mal, ob wir Talismaner machen können. Der Talis ist ja auch da. Schauen wir nochmal. Remnant Crafting. Nee. Irgendwie konnte ich, glaube ich, mit irgendetwas Talismaner machen. Okay, das war ein anderes Item. Gut, das ist nicht hier. Gut. Dann. Warte. Wo geht's lang? In die Richtung, oder? Ja, in die Richtung.
Dann holen wir uns nochmal ein Estos Flakon. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Kennen wir alles. Ja, ich habe hier voll die Probleme wieder. Aber egal, ich sag's nicht mal. Hallo Petty, servus. Okay, also vorhin war hier der Buckler, ne? Also das Faustschild. Ist er immer noch da? Ja, immer noch. Okay. Okay, hier ist... Oh, goldene Saat. Zwei Stück. Warum das denn? Zweimal goldene Saat. Hintereinander. Okay, wir können auch leveln wieder. Was wollen wir leveln? So, wie viel haben wir? 4 Level-Ups. Jo, dann können wir mal 2 Decks, 2 Leben. Das hätten wir. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar Schmiedesteine einsammeln können, um die Waffe zu verbessern. Dann schauen wir mal hier. Und da sind ja oben noch mal Gräber. So, Smithenstone, ja, haben wir schon mal ein. Dann machen wir mal hier eine kleine Route, bevor wir zum Market gehen. Haben wir ja die Waffe. Von wem habe ich denn vorhin so viele Schmiedesteine bekommen? Aus dem Dungeon, ne, haben wir die bekommen. Stimmt, da müssen wir dann natürlich leider noch mal hin. Alle guten Dinge. Das sind 2. Und das könnten wir uns auch noch mitnehmen. Alles klar, hau zu. Natürlich hast du das Ding nicht kaputt gemacht. Mach das Ding kaputt. Hau zu. Geht doch. Ja, bumst euch gegenseitig. Und her damit. Her mit dem Zeug. Danke, 5 Stück. Und tschüss. Tschüss, ihr Insekten. Gab's diese Hütte auch vorher? Nee, ne? Die Hütte gab's doch nicht vorher. Ja, die gab's auf jeden Fall nicht. Ja, Fertsche! Fertsche! So. Dann schauen wir mal, was der Händler für uns hat. Mach schnell, der Riese kommt. Mach schnell. Okay, du hast nur Skills. Was wäre denn brauchbar eigentlich? Warte. Ja, wir nehmen mal den hier. Warte, damit ich wenigstens einen habe. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und gucken mal uns die Gräber an. Schnell. Servus, Johnny. Johnny. Ruffy, man. So, Smithing Stone. Wo waren denn die Gräber? Die waren doch hier, ne? Irgendwo hier. Da sind sie doch. Nehmen wir mal die Items mit. Lass dir ruhig Zeit beim Einsammeln. So, goldene Rune. Goldene Rune. Was ist das alles? Goldene Rune oder was hier? Goldene Rune 5. Goldene Rune 2. Echt so billig Items hier. Ich dachte, hier wäre voll der geile Stuff. Okay, dann eben nicht. Alright. Gut, gehen wir mal zu dem Schmiedestein-Dungeon. Holen wir uns da noch unsere Schmiedesteine, werten die Waffe ab und dann gehen wir. Dann können wir eigentlich zum Boss gehen. Dann machen wir mal Margit diesmal. Anständig.
Ich hab voll die Ruckler, ne? So, da war ja nur die Waffe drin, brauchen wir ja nicht. Wir holen uns aber unten aus dem Keller. Was war denn da nochmal drin? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da drin. So, steig ruhig nicht ab. Lass dich schlagen. Nicht absteigen. Los nicht. So, komm mal hier runter. So, was waren das nochmal hier? Ach so. Ja, das war das hier. Ja, das ist eine Conversion Mod. Das ist so die gleiche Mod wie in Dark Souls 3. Conversion Mod. Nur noch nicht fertig. Gibt's neue Waffen, neue Waffenfertigkeiten, viele Spells und auch neue Bosse. Ja, wie komme ich jetzt da durch? Die Schweinenase. Mir aus, wenn ihr mir hier Schmiedesteine droppt, dann mache ich euch auch fertig. Komm, ja, Smithing Stone, wunderbar. Alle, wie viele seid ihr denn? Was für Typen? So, was war noch mal in dem Dungeon drin vorhin? Gab es da irgendwas Interessantes für mich? Weiß nicht. Ich glaube, das war nur Magier-Stuff, oder? Kann es sein? Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall würde ich gerne dieses eine blaue Item haben. Weil das war... Damit konnte ich mir Talismänner upgraden, herstellen. Schau mal hier schnell rein. Also hier war auf jeden Fall kein Boss. So, schauen wir mal. Das war die Fackel. Das war der Talisman. Okay, das war die Rune, womit wir neue Zauber bekommen, ne? Alles in Zeitlupe, ja. Sehr schön. Okay, war da was Geiles jetzt irgendwie? Hier ist ja gar kein Item, ne? Aber da hinten ist ein Item. Nehme ich mir gerade. Warte. Warte, warte, warte. Den Pot. Rage. Rage dich zu Tode. Ja, das war's auch schon hier drin. Ja, die Katze brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, ne? So, dann gehen wir mal die Waffe upgraden. Ja, das ist irgendwie, der muss irgendwas nachladen und das macht da Probleme irgendwie, ne, manchmal. Irgendwie. Warte, nehmen wir das Item draußen. Danke. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Waffe upgraden können. So, oh, wir haben schon ziemlich gut, ja? Ah, das war's schon. Plus 3. Well, I can also see that you're not, then why not purchase? I am Kale. Ja, du bist der Kale, alles klar. Lass mal sehen, was du hast nochmal. Wir hätten einen Falkion. Stimmt, ne? Ja, gut. Gut, die Laterne nehme ich mit. Firepot. Gut. Wir können jetzt auch selber was herstellen, oder? Kann es sein? Ja, immer noch nicht. Ja, doch.
Holy Pots. Oh, ich hab schon hier das Schlaf-Dinger. Okay, cool. Gut, gut, gut. So, wir können so Tafelfeste, ne? Von Anfang an. Jetzt schauen wir mal. Was heißt, ne? Ich habe neue Items. Warum das denn? Vorhin hat er auch nicht gezeigt, dass wir neue Items haben, ne? Warum sagt er mir das jetzt? Schauen wir mal. Dagger, Angstschwert, noch ein Ding, Krummschwert. Noch ein Krummschwert. Ja. Rüstung, der uns Stärke Dex gibt. Ja. Jetzt kann ich vielleicht nochmal upgraden? Ich glaube ja, ne? Auf plus 4. No matter, lay out your arm. Ja, können wir. Haben wir somit getan. Ist auf plus 4. So, okay, wir gucken mal, wir versuchen mal Margit jetzt in den Zustand nochmal. Und dann können wir immer noch Schmiedesteine besorgen. Let's go. Wir haben 7 Heilungen, ja, ist okay. Eigentlich okay. Achso, die Asche können wir noch reinmachen, dass wir auf Decks das alles skalieren lassen können, ne? Können wir ja machen. So, wer will als erster meinen Damage spüren zu bekommen? Ne, wer will? Ne, alle auf einmal? Nee. Alle auf einmal geht nicht, so. Also, wir sind auf Decks geskillt. Haut ab, Alter, wie viele seid ihr denn überhaupt da? Wahnsinn. So, dann schauen wir nochmal, wie wir was mit der Kriegsasche machen können, ne? So. Oh, wir kriegen eine B-Skalierung. Warte mal, wir haben jetzt wie viel? 170, 80, 205. 205, 256. Und mit der Skalierung werden wir schlechter.
Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Cool, ich bin gemutet die ganze Zeit. Selbstgespräche on Mars. Bin ich überhaupt noch on? Ach Mann, ich bin so ein Blödmann gewesen. Oh Gott, ich hasse den. Der hätte aber auch voll viel auskommen. Wir gehen mal Schmiedestein noch besorgen. Genau, bis sie nochmal wieder in den Dungeon rein. Wo war denn der? Der war hier, ne? Den holen wir uns nochmal ganz schnell. Wenn ich überhaupt noch was holen kann, ne? Kann ich überhaupt was holen? Ich glaube nicht, oder? Ach, aber wir holen uns das trotzdem wurscht. Wir brauchen die großen. Warum bin ich überhaupt wieder gemutet gewesen? Verdammt. Das war jetzt echt doof. Noch im letzten Stück da sich in der Enge treiben zu lassen. Aus dem Weg hier. Nichts nutze. Mal hier das Item hier, das Schöne. Wenn, dann mache ich mir das jetzt einfach. Wenn es überhaupt geht. Ach, das ist auch neu, gell? Ich meine, die Hütte, die gab es nicht, ne? Haben wir ja schon gehabt, oder? So, was haben wir hier? Das war das hier. Das war wieder Zauberei. Wollen wir uns entführen lassen und dort einsammeln? Vielleicht finden wir ja da was Gutes, ne? Wollen wir uns entführen lassen? Oder erstmal Bonfire. Ich weiß nicht.
Wollen wir? Oh, das ist ein Teleporter. Das ist gar keine Entführung. Ich benutze das mal. Ich weiß gar nicht, wo wir rauskommen, aber ich benutze das. Hallo, Steve. Servus. Was geht, mein Lieber? Stevie Man. Wir sind im Altos-Plateau, na super. Wir sind im Altos-Plateau. Kann ich hier ein Bonfire aktivieren irgendwo? Warte mal, das ist doch hier, wo die Rabenrüstung ist, gell? Ja, ne? Genau, und hinten da bei den Wegelsche müsste doch ein Bonfire sein. Dann können wir den mal schon mal aktivieren. Glaube ich. Da ist er doch. Ich sehe es von hier schon. Habe ich schon mal hier das aktiv. Aber da brauche ich jetzt hier nicht rumzumachen. Ne? Ich meine, ich bin viel zu schwach für die Stelle. Dann können wir gleich wieder rüber. Na super. Hat sich gelohnt. Das war ein schöner Ritt. Ich mache nicht allzu lange. Ne? Wir können eventuell den Margit mal legen. Ich meine nicht allzu lange. Bin ich schon jetzt schon ziemlich müde. So ist es. Die Frühschicht macht mich aktuell ziemlich fertig. Ich habe ja die letzten zwei Tage Frühschicht gehabt. Was war das? Dienstag, Mittwoch, ne? Ne, warte, Mittwoch, Donnerstag. Am Mittwoch habe ich ja angefangen, ne, zu arbeiten. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, Frühschicht, dann esse ich was. Dann lege ich mich so hin auf die Couch. Schaue mir eine Serie an und dann irgendwann bin ich voll weg. Dann schlafe ich. So ist das im Alltag. Jetzt bin ich auch schon wieder müde. Hier diese Serie Handmaid's Tale, ja, wie immer diese englische Aussprache, ich kann es einfach nicht. Handmaid's Tale. Ja, die ist, gefällt mir ziemlich gut. Aktuell schaue ich mir die Serie an. Bin in Staffel 3. Macht echt Spaß, die Serie anzuschauen. Gefällt mir wirklich gut. Am Anfang konnte ich mich so nicht so anfreunden mit der Geschichte. Aber aktuell finde ich schon ziemlich geil. Genau mein Geschmack. Also ziemlich ein ernstes Thema. Ohne irgendwelche blöden Witze. Was mir immer so auf den Sack geht. Einfach so ein ernstes Ding. Und ziemlich brutal teilweise und verstörend. Finde ich echt gut. Spiegelt mich wieder. So, endlich mal kann ich hier angreifen einfach. Angreifen, na endlich, Alter, endlich. Jetzt noch eine geile Waffe oder so. Dann passt das. So, wir sammeln mal hier die Schmiededinge ein. Komm, du brauchst das nicht mehr. Smithing Stone. Aber Smithing Stone brauchen wir nicht mehr, ne? Wir brauchen eigentlich diese Large. Ja, hier gibt es auch keinen Schmiedestein 1, 2, ne? Hier gibt es... Ja, darf ich auch mal? Hier gibt es diese große Scherben, ne? Also hier ist es einfach nur Schmiedestein ist das. Und dann gibt es halt große Schmiedesteine. Wo war das wohl? Ja, wer wirft sich selber damit? So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht wirklich von diesen großen Steinen finden. Also hier gehen wir noch nicht raus. So, Hundi. Wer ist der erste Hundi? So, was haben wir hier? Oh, warte. Ich hätte mich heilen sollen.
Kann ich ja, okay. Komm, schlag zu. Boom, boom, boom. Tschüss, Insektenkönig. Also, war mal hier. Das nehmen wir uns gleich. Erstmal den hier. Smithing Stone. Schmiedestein. Dann nehmen wir seinen Schmiedestein. Danke. Danke, sehr geehrter Minenarbeiter. Ach ja. Er ist noch so müde wie ich. Ich gucke immer in die falsche Richtung. Ich hätte da aussteigen müssen. So, und weil es so schön war, machen wir jetzt den Riesen nochmal. Und wir werden auch nie wieder einen Magier anfangen. Niemals werden wir das tun. So. Als Maul. Natürlich überlebst du einen Strich. So, weg. So, was haben wir hier? Gar nichts. Danke, das ist meins. Übrigens. So, das ist auch meins. Danke. Können wir nochmal irgendwo absteigen jetzt so oder so? Geht das nochmal irgendwo absteigen? Was einsammeln oder so? Eventuell. Oder auch nicht. Egal. So, den nehmen wir auch. Gut, das war eigentlich keine große Scherbe. Hallo. Ich wollte doch rein Deutsch. Ja, danke schön. Fällst du mal auf den Boden jetzt oder so? Halt ich noch mal. Was gibt da noch mal? Nix, oder? Was gibt denn da? Ah. Wir können die mal ploppen irgendwie. Achso, da, achso, das gibt da, okay. Alles klar. Hau rein, First Icon. Danke, dass du dabei warst. Naja, so befriedigend war das jetzt hier nicht. Ich dachte, ich bekomme hier große Schmiedesteine oder so. Komisch, komisch. Comic, Comic. Komm, wir lassen uns noch entführen. Ich möchte mich gerne entführen lassen. Gehen wir nochmal hier nach Kaelet. In diese Kristalltunnel von Celia oder wie das heißt. Da gehen wir noch hin. Aber da gibt es wahrscheinlich nur Dunkelschmiedesteine, ne? Gut, den Margit schaffen wir wahrscheinlich auch so jetzt. Lass uns den Entführungsopfer spielen. Achso, ich bin so blöd. Ich kann ja gar nicht mich entführen. Ich fahre doch von hier. Ich bin so neben der Spur, ne? Warum bin ich denn so neben der Spur? Und warum sind die Ratten so krass geworden? Seit wann denn, Alter?
Die stacken mich vor. Ist gut. Dann gibt wenigstens große Schmiedesteine. Seit wann sind die da so krass? Ruhig. Ruhe, Ruhe, mein Lieber, Ruhe. Mal hier, wir haben überall noch Items. Ja, jawohl. Was auch immer das ist. Okay, gehen wir nochmal zu Margit. Ich muss den jetzt unbedingt machen. Ich habe die Bedürfnis dazu. Den Drang. Ja, gehen wir nochmal hin. Ich meine, upgraden können wir ja nicht, ne? Oder? Ich mache jetzt noch Margit. So, hat der nochmal große Schmiedestein gehabt? Was hat denn der hier? Smithing Stone. Also bis 3, ne? Und das ist der Somba. Das ist der Dunkelschmiedestein. Goodbye. Ja, goodbye, mein Lieber. Goodbye. So, was haben wir hier? Oh, ich habe doch schon Large. Bye. Also müsste das doch gehen. Wann habe ich die denn bekommen, Mann? Hab die wohl eingesammelt, nicht gemerkt. Dann können wir eventuell nochmal upgraden. Ganz schnell. 2985 habe ich. Ja, du mich auch. Oh, es geht ja wirklich. So, okay. Mehr brauchen wir nicht. So, dann. Verkaufen wir. Die mal alle. So, wir haben 6000. Ich guck noch mal beim Händler, ob ich noch mal noch 2 Steine kaufen kann eventuell. Wenn nicht, dann gehen wir direkt zu Margit und leveln dann auf. So, was haben wir hier? Nee, nix, ne? Gut, alles klar. Gehen wir. Okay, na gut, der Schaden geht aber schon ziemlich gut hoch. Nehmen wir mal Dex. Geht schon gut hoch. Besser als erwartet. Okay, wo ist der Margit? Ne, da ist er nicht. Da ist er. Ja. Und da sind wir auch wieder. Sollte man das hier rausnehmen? Habe ich eigentlich vorhin meinen Trank genommen? Irgendwie? Ah, da war Scheiße. Gut, ich habe den. Nicht so, so gut drauf wie die anderen mit dem Parry. Aber der Schaden ist schon um einiges besser. Sei gierig. Genau, du verdienst auch nicht anders jetzt. Warum bin ich jetzt dahin gerollt? Das war jetzt nur Super Dave, ne? Wahrscheinlich.
Alles klar, haben wir uns hoch. No, no, no. No, 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 no. Mach ihn einfach, komm. Okay, das war's. Das war's. Ah, von dem bekomme ich das, den Talisman zu machen, oder was? War das das von ihm? Weiß gar nicht. Remnant, ja. Nee, okay, doch. Physical, physical, physical. Okay, das, wir müssen das hier nehmen. Wir müssen das dann nehmen. Boost Rank. Boost Decks habe ich ja schon, ne? Ich kann ja nicht nochmal, oder? Kann ich zwei Stück von denen nehmen? Weiß ich gar nicht. Wie habe ich denn vorhin noch einen Talisman gemacht? Jetzt kann ich es nicht, gell? Ich weiß nicht. Wir waren ja im Süden, gell? Und haben die Talisman, den einen. Weiß gar nicht mehr. Irgendwo haben wir das herbekommen, dieses Upgrade-Material. Ich weiß ganz genau, was das war. Das war irgendwas Blaues, was wir... Ja, danke. Und ja, danke, Heinrich. Das war irgendwann ein blaues Item, womit ich da dieses Talisman craften könnte. Craften konnte. Oh Mann, ich bin so fertig. Craften. Blutbowl, das ist cool. Dieses Blutbowl. Oh, das ist natürlich ziemlich gut. Dieses Parfüm-Dingsbums. Das habe ich vorhin nicht eingesammelt. Ich muss auf jeden Fall, ich kann... Oh, Numenrune. Ich muss auf jeden Fall gründlicher erkunden jetzt hier in der Burg, bevor ich da zu Godric gehe. Weil sonst, wir machen zu wenig Schaden. Ne? Wir müssten schon unsere Sachen upgraden. Warum bin ich nicht hier raus? Numenrune ist natürlich ganz schön viel, ne? Das gibt uns einige Level-Ups wahrscheinlich. Plus die 13.000, die wir haben. Ist natürlich ganz schön viel. Und wir haben auch noch das hier, das ist natürlich auch geil. Oh, können wir ploppen. Na gut. 12.000? Überhin? Schau mal, wie viel sind das? 6 Level-Ups. Dann nehmen wir mal 3 da und 3 hier. Oder andersrum. So, das sind 5 Level-Ups. Das wären 6. Aber egal. So, diesmal reden wir mit dem. Ich möchte hier die Items hier gerade einsammeln. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin umgebracht habe. Ich nehme auf jeden Fall das Haupttor. Das ist, danke. Very well. Okay. Achso, nee. I will use the main gate. Okay. But of course, danke. Ich gehe schon mal. Mach mal die Tür auf. The gate's open. Ich will nur die 3 Items. Und dann werde ich mal gründlich mal erkunden. So, was haben wir denn hier? Also, auf jeden Fall. Ja, ist gut. Schauen wir uns mal an. Der gibt Stärke und Dex 1. Oh, der ist cool, ne? Und der gibt uns Dex und kritische... Ist ja gut. Und der gibt uns was? Kritische... Der, achso, kritischer Schaden. Ah, aber der würde uns nochmal... Strength geben. Und der würde uns nochmal Strength... Ja, nimm mal das, komm. Ich werde dir jetzt nicht so krass parieren. Oh, warte, was war das? Vigor... Vigor Endurance.
Ich guck nur, wie mein Schaden hochgeht. Da geht mein Schaden hoch. Hier geht er wieder runter. Also von daher. Kein Fashion Souls, sondern Attributen Souls. Komme ich jetzt wirklich nicht an das Item dran, bitte? Goldene Rune. Wollt ihr noch hier? Ja. Steckt euch dem Ballistendings. Ich komme von hinten dann nachher rein. So. Dann haben wir das. Soll ich den jetzt umbringen? Ja, warte mal. Mach auf jeden Fall mehr Schaden. Als mit dem blöden Zauber. Danke für deinen Dingsbums. Gebe ich nachher ab und mal gucken, was wir kaufen können. So, large. Großer. Dunkler Schmiedestein. Okay. Das ist okay. Hier gibt es keine Einsatzfeier und so. Ja, ich denke mal, ich werde das durchspielen. Aber jetzt nicht mit den ganzen Dungeons. Wir werden gucken, dass wir die neuen Bosse zu Gesicht bekommen. Auf jeden Fall. Der eine ist ja wohl beim Scheusal da in, bei Radan. Im Gebiet, wo der Schmelztiegel und der Scheusal ist, hat der Jack schon geschrieben. Ja. Das können wir uns auf jeden Fall anschauen. Natürlich, ups, oh, ich bin jetzt natürlich nicht heute, dass wir das alles sehen. Ja, ich denke schon. Ich meine, aktuell ist sowieso jetzt gerade nichts. Steht gar nichts an, so spielemäßig für mich. Deswegen können wir das mal machen. Wieder mal. Gut, parieren können wir natürlich schon. Ich meine, so blöd sind wir jetzt auch nicht. Ah, doch, wir sind so blöd. Wir hatten jetzt mit Feuerbomben-Ding geschossen. Warte mal. Ich weiß nur eins. Ich werde eine andere Waffe besorgen. Müssen. Ich könnte eigentlich jetzt schon. Ich könnte eigentlich jetzt schon auf zwei Krummschwerter wechseln. Man, kaufen kann, können wir ja. Das war ja nur die Klaue. Aber gut, ich verkaufe die. Nehme ich mit. Verkauf die. Danke. Ruhig. Auf jeden Fall. Es sollen ja auch hier neue Waffen geben, ne? Viele. Also, ich habe jetzt noch keine gesehen. Oder sind es nur die Fähigkeiten? Müssen wir mal schauen. Was habe ich denn aktuell? Den Bogen kann ich mal rausnehmen. Hallo. So, wir haben ja die Klaue. Schauen wir mal. Ob der vielleicht irgendwas hat. Na gut, hat er nichts. So, da bin ich wieder, Mister. Mister, ich kann dich nicht anvisieren, Gegner. Ja, was denn jetzt? Jetzt machst du es, oder was? Du Mistkerl. Okay, du hast mich besiegt. No. Stirb. So, das war der Key und hier war Runenbogen, ne? Vorhin. Ja, ich kann mir sowas merken. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis.
So ist es. Ich habe einen wunderbaren Gedächtnis. Amarsch. Also ich muss sagen, der Crit, der ist schon ziemlich krass, ne? 1200. Ja. Achso, das war der Anfang, ne? Ja. Wieso habe ich da eine Markierung? Was ist denn da überhaupt? Achso, ich habe mir das hier markiert. Okay. Krass, krass, krass. Ja, sorry, ich bin müde. So. Hallo, hallo. Warum kann ich nicht backsteppen oder so? Okay, okay. So, diesmal werde ich euch alle machen. Ich werde jetzt mal die ganze Burg säubern, bevor ich überhaupt irgendetwas mache. Damit ich mich nicht immer ärgern muss, dass ich keinen Schaden mache beim Boss. Wenigstens. Oh, jetzt haben wir schon mal hier ein Feuerding. Auf. So. Wir nehmen uns erstmal das hier mit. Wie viel haben wir? 1935. Ja. Natürlich schießt du da. So, du sterben. Und du bist der Nächste. Fall runter. So. Oder vielleicht ein etwas größeres Schwert, der auf Deck skaliert? War auch nicht schlecht. Ich kann auch ducken, ne? Habe ich voll vergessen. Nein, 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 lass mal sein. Lass mal sein. Lass es ruhig sein, mein Lieber. So, was gibst du mir? Mushroom. Mushroom. So, was gibt ihr? Auch nochmal Mushroom. Okay, was war oben nochmal da, wo der normalerweise der Sprungtalisman ist? Bin jetzt nicht nochmal da hoch. Ich glaube, da war aber jetzt nicht was Krasses, oder? Oder war da was Gutes? So. Wir sind schneller geworden, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Wie schnell er sein Feuer macht. Was? Fight Pinion. Was auch immer das ist. Macht voll schnell sein Feuerding, ne? So, diesmal laufe ich einen anderen Weg. Diesmal laufen wir mal in die Richtung. Ich glaube, einen Schwertsteinschlüssel haben wir noch gar nicht, gell? Dass wir da in die Tür können. Oh, gut, die Tür ist eh auf. Und die Schwertsteinschlüssel gibt es gar nicht mal. Hinaus. Oh, du bist ja ein Fetter. Sorry, sorry, sorry. Hallo, dein Freund ist tot. So.
Die Schilder geben bestimmt auch irgendeinen Effekt, oder? 100%, ich sag mal. Das Schild increase damage of stone source. Okay. Verstärkt die Zauber, die wir vorhin benutzt haben, ne, mit dem Zauberer. Mr. Recordia, nice. Und die Glaive, das schaue ich mir an. Glaive. Das schaue ich mir an. Alle. Ja, schubst du. Was ist das für ein scheiß Attacke, Mann? So. Glaive. Nehmen wir mal. Kann ich eh nicht benutzen. Stärke 18. Da ist zweihändig. Ja, das geht. Ist das neu oder gab es schon? Der Move. Oder gab es den Move schon? So. Warte, erstmal Aufzug. Aktivieren. Danke. Ich komme gleich. I'm coming gleich. Naja. Die staggern ja so böse, ne? Das gibt's ja nicht. Renn. Renn. Warte mal. Alter, sind die krass. Ja, wer hat auch gesagt, dass es ein Spaziergang war? Keiner. Okay, wir haben den Aufzug aber. Von daher kein Problem. Wir sind ja gleich wieder unten. So, hier. Ich hab dran gedacht. So. Da sind meine Seelen. Und jetzt gibt's erstmal Rache. Warte. Komm, Hundi, komm zu Mama. Komm. Ich hab einen geilen Schild. Siehst du? Geht voll. Einfach. Komm, noch ein Schild. Komm. So, tschüss. So, was haben wir denn hier? Lumpen of Flash. Das ist für Roderica. Und das hier die goldene Rune 1, die wir uns sehr erhofft haben, dass wir sowas finden. Ja, und jetzt, wie soll ich jetzt da durch, du Mistkerl? Weißt du was? Haben wir irgendwas zum Werfen? Oh, ich hab Kukris. Was ist denn das überhaupt? FP. Und hier die Knipse? Was soll ich denn damit eigentlich? Sind die jetzt geil? Oder was? Oder was ist das? Wo bist denn du? Kann ich von hier werfen? Weil er wieder ausweicht. Wahnsinn. Voll der kluge Gegner. Hammer. Man hat ein Schild, ne? Ich kann ja auch nichts ändern. Oh, der macht aber auch Damage. Hier, nimm das. Ist mir egal, nimm. Ich benutze alle Items. Zum Testen. So, was haben wir noch? Was ist denn das hier überhaupt? Was macht denn überhaupt? Ich verstehe das nicht. Zeig dich mal. Keine Ahnung, was das macht. Was haben wir noch? Was ist denn das hier? Material.
Ist ja gut. Klappe halten. Für dich nehme ich mir den. Den kann man auch parieren, ja? Aber der ist gut. Krass zum Parieren. Wie denn? Danke für den Poison Pot. The Poison Pot, man. Okay, sammeln wir ein. Island Axe. Island Axe. War da eigentlich schon immer da? Das ist. Wir schauen uns mal die Waffen mal an. Ob die vielleicht irgendwie neue Moves haben. 530. 212 macht er. Echt? Und noch nicht mal abgegradet. Was macht denn meiner eigentlich? 212. Warte, ich will mal schauen. Warte mal, warte mal, warte. Ich will mal hier einmal hauen. Ich will nur einmal hauen. Nur einen Schlag, bitte. 175. 200. Ja. I-Frames. Was für ein Schaden. Das ist auch ein Penner, ne? Der Penner schlechthin. Darf ich einen Backstep geben, bitte? Danke. Danke, dass du dich so leicht von hinten nehmen lassen hast. So. Mimics Whale. Das war schon immer da, ne? So, hier waren die Hunde. So, und das ist jetzt der Weg raus. Wir werden einsammeln und dann gehen wir zu Godric. Goldene Rune. Guck mal da oben. Machen wir hier die zwei Insektengegner weg. Ich hasse es, wenn jemand zu zweit Zeit kommt. Wenigstens ein Parry gleich und dann weg. Komm, renn zu mir. Renn wie ein Hund. Nein? Okay, dann lass mal erstmal deinen. Okay, komm. Du Mistkerl. Ich hasse euch, wenn ihr zu zweit. Ich komme euch überhaupt nicht klar. Zu zweit. Komm, flieg nochmal zu mir. Flieg. Stirb. Also du hast ja nichts drauf. Ich dachte, du hast was drauf. Wahnsinn. Mistkerl, du. Okay. Bums mich nicht, bitte. Lass mich nochmal heilen. Danke. Das ist der beste Ritter aller Zeiten. Und jetzt flieg in den Abgrund. Penner. Hast du ein Item fallen lassen? Den hole ich mir nachher unten. Kein Problem. Wir werden sowieso nach unten gehen. So, was haben wir denn hier zum Einsammeln? Habe ich gesehen. So, da gehen wir gleich runter. Eschno und Kukri. Deswegen habe ich mich da hinfallen lassen jetzt. Das ist doch shit. So, wie heißt er nochmal? Roberto? Achso, Roger. Hätte aber Roberto sein können. I'm Tarnit, but still,
I'm privy to. Would you care to learn? As a fellow. So, was soll das sein? Kannst du behalten. Tschüss. Wir sehen uns in der Tafelfeste. Roberto Blanco. Okay. Jawohl, ja. Ich bin zu müde. War ich das hier? Also neue Gegner und so gibt's auch nicht, ne? Das sind ja alles alles gleich. Alles gleich. Hi. Der Typ stand da immer schon da. Immer. Okay, jetzt bin ich wieder hier, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Alter, was ist denn mit dem... Dieses Ding kotzt mich an. Geh mal weg da. Weg mit dir. Wir werden erstmal noch da unten erkunden. Müssen wir alles noch mitnehmen. Okay, hier sind halt viel mehr Gegner, oder? Kann es sein? Kann ich auch damit schießen? Nee, kann ich nicht. Wie gehen wir an das Bonfeuer? Wir versuchen zumindest. Was für eine Reichweite, du. Also immer schon so krass. Ihr stirbt jetzt einfach mal alle. Du auch. Dabei. Du machst gar nichts, machst du. Ich bin tot. War knapp. Hab ich die wenigstens alle? Ja, fast. Ich will mal ein bisschen... Oh, shit. Einsammeln. Also die sind, glaube ich, ein Ticken schnell, oder? Das ist nicht. Okay, aber an der Stelle höre ich auf jetzt, weil ich wollte bis 8 Uhr machen. Wir machen weiter. Wir spielen das, denke ich, durch, oder? Spielen wir das durch? Das ist ein Alpha, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so viel krass anders, ne? Ich meine, ja, es sind wohl, sollen ein paar Bosse sein, aber so viel anders ist ja auch nicht, ne? Ich meine... Ja, schauen wir mal. Eventuell doch Zelda? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe jetzt noch einige Tage, einige Schichte noch vor mir, noch 4 Schichte. Ja, wir machen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Oder machen wir weiter? Ich weiß es nicht. Machen wir eine Umfrage.
Das oder ein anderes Spiel. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin auch total müde heute. Also, aber erstmal danke. Wir hören hier an der Stelle auf. Wollte eh nur ein paar Stunden mal, weil ich sehr neugierig war, wie die Mod ist. Wollte ich mal kurz auch reintesten und gucken. Ja, mal schauen. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.